zum heutigen Vortrag. Guten Morgen, seid ihr alle da? Habt ihr gut geschlafen und von der inneren Erde geträumt? Ja. Von Ulyr, von den Reptos und von den Außerirdischen. Dann möchte ich auch ganz herzlich die Christa wieder begrüßen und sie ist auch heute frisch und munter. Herzlich willkommen, Christa. Christa Leib-Jasinski kommt aus Deutschland und ihr verstorbener Mann Alf Jasinski hat über seinen Orden Mola Orden Kontakte bekommen zur inneren Erde, zu einer Zivilisation, zu Menschen, zu Außerirdischen und auch zu Reptos. Und die Christa hat sich zur Aufgabe jetzt gemacht, nach dem Tod vom Alf seine Tagebücher zu veröffentlichen, damit das Wissen, das er gesammelt hat, innerhalb von 10 Jahren Einfahrten, dass wir das von ihm bekommen, schenkt uns damit das Wissen, dass wir wirklich unser Leben hier erhoben auch verändern können. Es ist sehr viel, es geht nicht nur um die innere Erde, wie wir innen drinnen leben, es geht auch darum, was sie uns sagen und uns vermitteln wollen, dass wir hier oben ein besseres Leben bekommen. Also dass wir das selber für uns wieder schaffen. Wir sind Schöpfer. Und das ist das Wichtige und das Wertvolle, was uns alle vermitteln möchte mit seinem ganzen Schiff. Und auch die Christa hat wirklich eine tolle Gabe, das auch uns zu vermitteln. Sie kann das wirklich sehr gut. Habe ich gestern selber festgestellt. Das war wirklich ganz toll. Und da möchte ich mich wirklich bei der Christa sehr herzlich bedanken, dass du diese Aufgabe übernommen hast, das unter die Menschen zu bringen und das alles noch abzutippen und Dankeschön. Ja, und jetzt möchte ich noch jemanden ganz wichtigen begrüßen, und zwar Alf Jasinski. Aber wie ich es gestern schon gesagt habe, er ist heute auch wieder da, er ist immer da bei den Vorträgen. Und darum herzlich willkommen, Alf Jasinski. Das ist mir sehr wichtig. Gut, ganz kurz noch zum Inhalt heute. Heute geht es um die innere Erde. Da hat die Anastasie Bücher gelesen von Wladimir Mekre. Super, wow, hui. Eine aufgewachte Gesellschaft, freue mich. Ihr werdet heute sehr viele Parallelen finden in Innererde. Ich habe dir gestern schon gehört, dass Anastasie eine Kontaktlerin ist. Wird sicher sehr spannend und die Christa hat sich auch etwas zur Aufgabe gemacht, was die Anastasia-Bewegung betrifft. Und das wird sie euch jetzt erzählen. Ja, das ist ein Herzenswunsch von mir, danke. Gut, danke schön. Also ich habe schönen Vormittag. Ich muss dazu sagen, als Alf, nachdem Alf die ersten Einfahrten hatte, das fing 2002 an und ich bekam. Und er erzählte mir ja immer von Innererde und ich bekam dann 2006 das erste Anastasia-Buch in die Hand und war völlig erstaunt, dass da stand genau das drin, was Alf mir vorher auch alles erzählt hat über Innererde. Und von da an hab ich die ganze Zeit erst eine Zeit lang im Kopf gehabt, ich möchte eine Zeitschrift rausgeben, was genau diese Themen behandelt und das habe ich dann vor 8 Jahren begonnen, den Garten Weden. Damals habe ich das völlig kostenfrei ins Internet gestellt, jeden Monat. Man konnte die runterladen oder man konnte die auch als Druckausgabe bestellen. Da hat damals der es gedruckt hat, hat nichts verdient, ich habe nichts dafür genommen. Und auch die zwei anderen, die mit mir gearbeitet haben. Das war eine reine Herzensentscheidung. Das haben wir 4 Jahre lang rausgegeben. Die alten Hefte sind auch heute noch alle per PDF runterzuladen. Auf welche Seite ist das? Gartenweden.de? Ja, also www.gartenweden.de. Das Archiv ist im Augenblick nicht online, weil wir was umgebaut haben, aber es kommt, steht demnächst wieder online. Also man kann alle Ausgaben von 4 Jahre kostenlos runterladen. Dann haben meine zwei Helfer aufgehört, weil sie nicht mehr so viel Zeit, die mussten halt gucken, dass sie
Geld verdienen und weil sie nicht mehr so viel Zeit investieren konnten. Dann habe ich das 2 Jahre lang alleine als Blog weitergeführt. Auch da kann man alles finden über www.blog-gartenleben.de. Und dann habe ich vor 2 Jahren wieder jemanden gefunden, die mir das Layout macht, weil ich konnte das Layout nicht machen, das war mein Problem alleine. Und dann hat auch eine der ersten Mitarbeiterinnen wieder mitgemacht und seit der Zeit geben wir jeden Monat wieder diese Zeitschrift raus. Wir haben uns danach aber entschieden, einen ganz kleinen Energieausgleich dafür zu nehmen. Das sind 2 Euro pro Ausgabe. Wenn man sie runterlädt vom Internet und wenn man die als Abo bestellt, kostet die halt die Druckkosten noch, da kommen die Druckkosten noch dazu. Allerdings, hier nach Österreich ist es natürlich relativ hoher Versand, leider. Aber mir ist es wirklich, das ist mein Herzensprojekt, diese Zeitschrift. Da ist alles Mögliche drin, angefangen, Berichte über die Anastasia-Bewegung von Österreich kriege ich da noch nicht viel, aber ich fände es schön, wenn ich Informationen bekäme, wir setzen alles hier rein. Aber auch spirituelle Themen, Gartenthemen, Themen zu Landsitzen. Wir stellen Menschen vor, die interessante Dinge machen und haben auch dann so einen kleinen Rezeptteil und wir stellen auch jeden Monat oder fast jeden Monat so eine Pflanze vor mit allem, was dazugehört. Hier ist es die Sonnenblume, das sieht man am Bild. Ja, also wer Lust hat, kann die gerne bestellen, wir würden uns darüber freuen. Ich habe da vorne noch Visitenkarten liegen, da stehen die E-Mail-Adressen auch drauf. Ja. So, zum Thema gestern. Jetzt sind natürlich einige da, die gestern einiges nicht mitgekommen bekommen haben, wie es dazu gekommen ist und so verschiedene Dinge. Ich mache aber zum Schluss nochmal eine spezielle Fragerunde und da können, falls da Fragen offen sind, diese Fragen noch gestellt werden und ich beantworte jede Frage gerne, wenn ich sie beantworten kann. Das ist natürlich Voraussetzung. Ja, gestern waren immer wieder Fragen auch zum Thema, wie leben die Menschen in Innererde? Und da das die brennendste Frage wahrscheinlich war, beginne ich auch heute damit. Wer die Anastasia-Bücher gelesen hat, wird, wie Susanne schon sagte, sehr erstaunt sein, weil sich da ganz, ganz vieles deckt. Die Menschen in Innererde definieren sich nicht, wie wir übers Haben, sondern über ihr Sein. Das ist eine ganz, ich werde oft gefragt, gibt es da Kriege oder irgendwelche Dinge? Nein, wenn ich mich nicht übers Haben definiere, habe ich keine Veranlassung, über irgendwas einen Krieg zu führen. Ja? Das funktioniert nur, wenn man führt nur Kriege um, weiß ich, Öl, um das, aber um Wert, um materielle Werte, aber nie um spirituelle Werte. Ja? Und die Innerirdischen sehen sich als Schöpfer. Ich höre ganz oft, dass unsere Erde ein Strafplanet sein soll oder ein Lernplanet oder sonst irgendwas. Die Innerirdischen sagen, dem ist nicht so. Wir haben das dazu gemacht. Das ist eine andere Sache. Aber die Erde war nie als Strafplanet oder Lernplanet oder sowas gedacht, sondern die Innerirdischen sagen, wir sind als Schöpfer in die Materie gekommen, um Gottes Schöpfung zu erweitern, um in Gottes Schöpfung zu erleben, sie zu genießen. Dazu habe ich selber mal wunderschöne Bilder bekommen. Mein Sohn hat mich mal gefragt, Mama, was können wir in der Materie, was Geist nicht kann? Ja? Also wir gehen ja davon aus, Geist kann alles. Und warum brauchen wir überhaupt Seelen, die in die Materie gehen, sich mit der Materie verbinden und ja, wozu sind wir hier, so nach dem Motto? Und ich konnte ihm diese Frage nicht sofort beantworten. Und dann habe ich abends im Bett gelegen und habe darüber nachgedacht. Und dann kamen mir Bilder, ganz, ganz viele Bilder, die mir alles erklärt haben. Ich sah Bilder von Kindern, die im Winter
im Schnee die Berge runterrutschen, ja, oder also auf Schlitten und juchzen dabei. Ja? Ich sah Menschen, die an einem heißen Sommertag in einen kalten Badesee springen, aus höchstem Vergnügen. Ich sah eine Familie, die gerade ein Kind bekommen hat. Ich sah lauter Bilder, die ganz viele Gefühle beinhalten. Und dann kam mir die Antwort, die Gefühle sind's, die wir ins göttliche Geistfeld auch weiterleiten. Also alles, was wir erleben, schenken wir Gott. Und was schenken wir Gott hier in unserer Gesellschaft für Gefühle? Das hat mich dann richtig erschreckt. Ja? Wir sind eigentlich hier, um die Materie zu genießen mit allen Sinnen und um andere Planeten zu gestalten, auf anderen Planeten, die noch nicht belebt sind. Das können wir, Leben zu erschaffen. Blumen zu blühen zu lassen, Tiere zu erschaffen, das könnten wir alles. Und was machen wir? Wir lassen uns zu Arbeitssklaven machen. Das war für mich ein ganz, ganz einschneidendes Erlebnis damals. Und genau das, was mir da so gekommen ist, so leben auch die Innerirdischen. Hat mal so in den Büchern steht, oder es kommt noch, ich weiß es nicht, auf jeden Fall hat er mal so eine Situation geschrieben, wie er sie erlebt hat. Er stand auf einem Hügel und hat einfach so in die Umgebung in Innererde geschaut und hat gesehen, wie die Menschen leben. Auf der einen Seite sah er Menschen, die in ihrem Garten waren, so versunken in die Natur mit dem, was sie umgibt. Er sah Menschen, die saßen in der Mitte des Dorfes und haben angefangen zu musizieren. Und alles war so mit Ruhe und Fröhlichkeit durchdrängt richtig. Und mir das so erklärt hat, oder als ich das gelesen habe in seinem Tagebuch, da kamen mir fast die Tränen. Und genauso leben die aber in ihrer Erde. Die Menschen in der Erde kennen kein Geld, weil haben zu Alf gesagt, Geld, jedes Tauschmittel hat einen Mangelgedanken zugrunde. Wenn ich ein Tauschmittel brauche, dann habe ich das Gefühl, ich gebe mehr als ein anderer. Ich könnte mehr geben, als ein anderer gibt. Ja? Und deswegen rechnen müssen wir unbedingt aufrechnen. Das ist in der Erde überhaupt nicht möglich, nicht nötig, weil die Menschen machen eh nur das, wozu sie sich berufen fühlen, wozu sie Lust haben. Alf hat mal gefragt, einzelne Menschen dort, was machst du beruflich? Und dann haben die überlegt und dann haben die angefangen aufzuzählen. Ich spiele Geige, ich singe in einem Chor. Ich bediene die Röhrenbahn, habe ich gestern drüber gesprochen. Und ich nähe gern. Und sie haben einfach alles aufgezählt, was sie gerne machen. Und da sind ganz viele Dinge bei, die halt der Gesellschaft was geben, aber das machen sie, weil sie Lust dazu haben, das zu tun. Also die erwarten keinen Gegenwert dafür, den bekommen sie anderweitig. Dann hat Alf gefragt, was macht ihr in eurer Freizeit? Dann haben die ganz laut gelacht und haben gesagt, wir sind doch frei. Also die unterscheiden nicht zwischen Beruf oder zwischen ihrer Berufung und zwischen Freizeit, sondern sie machen das, was sie aus dem Herzen her gerne machen. Und wenn ein Mensch gerne töpfert und dann macht er in einer kreativen Phase, da arbeitet der ganz viel, weil er einfach Lust dazu hat. Zu töpfern. Ja? Oder ich kann das von mir selber sagen, ich habe viele Jahre davon gelebt, dass ich kunsthandwerkliche Kleidung genäht habe und wenn ich dann einmal am Arbeiten war, dann habe ich die Sachen gemacht, ohne darüber nachzudenken, ob ich die verkaufe oder nicht.
Ich habe ganz viele meiner Sachen später verschenkt, aber ich habe natürlich auch verkauft, ich musste ja davon leben. Aber in der Erde müssen die nicht, die machen einfach. Und wenn jemand ein Kleidungsstück braucht und nicht nähen kann, dann geht er zu jemandem hin, der, von dem er weiß, der näht gerne und fragt, ob er ihm das macht. Das ist eine ganz andere Dimension der Berufung. Ja? Und wenn jemand die Röhrenbahn bedient, macht er das einfach, weil ihn diese Technik interessiert, weil er da einfach Lust dazu hat. Und es kennt aber keine 8 Stunden am Tag, irgendwo das Gleiche zu machen. Der geht dann für 2 Stunden hin und dann wechseln die sich ab. Also das ist so, alles läuft alles völlig ungezwungen ab und es gibt keinen Mangel. Es wird alles handwerklich hergestellt, es gibt keine Fabrikation, außer... In einigen Höhlensystemen bauen die zum Beispiel ihre Raumfahrzeuge, obwohl die halten endlos lange, denn müssen die ständig neu gebaut werden. Aber dort bauen die und konstruieren auch daran rum. Aber das sind halt die Leute, die unheimlich gern sich mit dieser Technik beschäftigen und die gehen dann freudig dahin, weil sie da weitermachen können. Oder weil sie an dem Tag Lust haben, da was zu tun. Deswegen wird in der Erde alles handwerklich hergestellt. Die sagen auch, es hat eine völlig andere Energie, wenn ich ein Möbelstück habe, was jemand mit Liebe hergestellt hat, oder wenn ich ein Möbelstück habe, das in der Fabrik am Fließband gefertigt wurde von Leuten, die eigentlich keine Lust dazu haben, das zu machen. Ja? Wie ist das mit der Ernährung? Essen die auch regelmäßig? Müssen die was nicht? Komme ich nachher drauf. Ich bleibe jetzt erstmal bei diesem Thema. Hat das jetzt auch mit diesem Thema zu tun? Ja, gut. Und zwar, das bedeutet, das ist keine Wegwerfgesellschaft und so. Wie schaut es dann mit Mode aus oder so? Also gibt es dann auch... Nein, es gibt keine Moden in dem Fall. Also, das hat mich natürlich sehr interessiert, weil ich ja in dem Bereich auch tätig war. Nein, die laufen völlig unterschiedlich individuell rum. Und wenn jemand näht, schaut sich die Person an und spricht mit der Person und schaut, was passt zu der. Und das ist völlig unabhängig, es gibt keine Trends oder solche Dinge. Und also, wie ist das dann mit Sachen, die kaputt werden? Oder mit Waschen? Oder, keine Ahnung, ja, komme ich alles noch gleich drauf. Also, wenn man ein hochwertiges Kleidungsstück hat, geht das nicht so schnell kaputt. Und wenn es kaputt ist, die haben nur Naturmaterialien. Also sie weben auch die Stoffe selber per Hand und es ist sogar so, dass die auch das Leinen so noch mit der Hand richtig durch die Gabel ziehen und diese Dinge alles, wird alles per Hand gemacht. Und die machen das, weil sie Freude dran haben. Das machen dann meistens mehrere zusammen und die lachen dabei und das geht eigentlich alles, Alf sagt, das geht alles völlig zu. Dort. Ja? Wie schaut es mit der Ausbildung aus? Ja, das ist ein ganz spannendes Thema, Schule. Schule gibt es keine in dem Sinne, wie wir sie kennen. Es gibt in jedem Dorf, also in der Erde existieren nur Dörfer, weil das nehme ich jetzt erstmal vorweg, weil die sagen, eine Stadt ist nur dann nötig, wenn man Menschen auf einer Stelle konzentrieren muss, weil dort Arbeitsplätze sind. Ein Mensch braucht von Natur aus Raum um sich, der braucht Raum, um mit der Natur in Kommunikation zu sein. Und das geht in der Stadt überhaupt nicht. Für die ist unvorstellbar, sie sagen, in Schuhschachteln aufeinander gestapelt zu leben. Ja. Sie leben in Kommunikation mit der Natur. Jeder Mensch hat dort einen Landsitz. Anastasia beschreibt es als Landsitze. Der groß genug ist, dass das dort ein ökologisches System ist und mit dem ist der Mensch in Kontakt um ihn herum. Es gibt Dörfer und mitten im Dorf ist so ein Dorfgemeinschaftshaus. Dort bringen auch die kreativen Menschen all ihre Dinge hin, die sie zu viel gemacht haben. Und wenn jemand was braucht, der holt sich das da. Es gibt also einen Laden im Dorf. Und dort gibt es auch 2-3 Räume, die für die Schule vorbehalten sind, aber
also Schule, übrigens heißt Schule, kommt aus dem Griechischen, heißt eigentlich Muße. Ja, unsere Schulen haben damit gar nichts mehr zu tun. Also die Innerelfen sprechen auch von Schule, aber für die ist Schule etwas ganz anderes. Also die können sich nicht vorstellen, dass da Kinder sitzen und da vorne ein Lehrer steht, der referiert. Die Kinder machen eigentlich alles selber. Sie sagen, jedes Kind ist von Natur aus kreativ, total kreativ, und die Kreativität wird bei uns eigentlich behindert. Und sie fördern die von Anfang an. Wenn ein kleines Kind anfängt, sich für Käfer zu interessieren, weiß ich, 3-4-Jährige, dann sagen die, ja schau mal, da hinten sind auch noch welche. Und dann werden die dazu gebracht, sich selbst mit anzufangen, mit diesem Thema zu befassen. Und da lernen die ganz viel, weil die beobachten dann und lernen ganz viel. Und wenn das ein Kind ist, das schon schreiben kann oder das schon ein bisschen größer ist, dann sagen die zu dem Kind, halt doch vor uns mal einen Vortrag zum Thema Käfer. Ja? Und das machen die dann auch. Die haben das Selbstbewusstsein, kleine Kinder sich vor eine Gruppe Erwachsener zu setzen und denen was über Käfer zu erzählen. Oder ein schönes Beispiel, das nehme ich besonders gern, weil Alf es mitgekriegt hat. Er kam dann, da saßen da eine Gruppe Kinder an einem See und waren am Zeichnen. Und dann hatte sie gefragt, was sie machen. Dann haben sie gesagt, wir planen ein Segelboot und wollen das auch bauen. Da waren die gerade sich noch nicht ganz einig, wie das Segelboot aussehen soll. Und und wenn ich mir jetzt vorstelle, die fangen an, ein Segelboot zu planen, zu bauen, zu konstruieren, also zu zeichnen, dann müssen die dafür können Mathematik, sie lernen dafür Physik, sie müssen lernen, was für ein Holz nehme ich dafür, wie bearbeite ich das Holz, dass es die Feuchtigkeit aushält, sie müssen lernen, wie man ein Segel webt, auch das machen die selber, aus welchem Material das Segel am besten ist, sie müssen lernen, das Wetter zu beobachten und all diese Dinge. Die Kinder lernen mit diesem Projekt Segelboot unendlich viel. Ja? Und die erarbeiten sich das alles selbst. Und haben riesen Freude daran. Ja? Anschließend haben sie ganz viel davon und das ganze Dorf hat noch was davon, weil das Segelboot steht dann da fürs Dorf. Ja? Man muss ja auch Stürme und Wind Situationen geben. Gibt es. Weil es existiert ein ständiger Austausch über die Pole mit dem Klima. Das Klima in Innererde ist nicht so krass wie bei uns. Bei denen wird es erstens nicht ganz so heiß und es wird, weil unsere Sonne ist viel intensiver als die innerirdische und es wird auch nicht, es schneit auch nur in Polnähe. Aber es ist mehr ein ausgeglichenes Klima. Hier oben ist es nicht ganz so ausgeglichen. Hier ist es extremer bei uns, das Klima. Aber es gibt schon einen Austausch. Ja? Also wenn es hier oben stürmt, es stürmt auch da unten. Mal Alf kam mal nach Innererde, da sah er, wie Leute an zwei Häusern am Klopfen waren, weil da sich Dachziegel abgelöst hatten durch einen Sturm. Dann hilft das ganze Haus und macht das ganze Dorf und macht das schnell zusammen, die Männer des Dorfes. Und wenn, aber jetzt komme ich weiter, aber jetzt sage ich noch ganz schnell dazu, während die Frauen, die bereiten dann ein schönes Mahl vor und dann setzt sich das ganze Dorf zusammen anschließend und feiert. Also das ist so, die Männer haben jetzt gearbeitet, wir tun da was für und dann feiern wir anschließend. Die feiern ständig. Ja, aber jetzt weiter zum Thema Schule. Es gibt eine Person im Dorf, die sich für die Schule verantwortlich fühlt, aber die wird nie so wie eine Lehrerin oder wie ein Lehrer da stehen, sondern die ist einfach nur Ansprechpartner. Gibt Tipps, wenn die zum Beispiel nicht weiterkommen bei ihren Berechnungen fürs Segelboot, dann gibt ihr nur einen Tipp, geht mal zu dem und dem, der kennt sich da aus, der kann euch weiterhelfen. Das ist das, was diese Person macht. Die ist Beraterin, die gibt Tipps, die ist auch mal da, wenn es mal Probleme gibt oder solche Dinge. Aber mehr hat diese Person nicht zu tun. Ja?
Die macht es gerne, weil sie einfach unheimlich gerne mit Kindern umgeht. Das ist der Hauptpunkt. Es gibt dafür keine Ausbildung oder so. Den Kindern reicht Herzenswärme und ein bisschen guter Verstand, weil die sich das alles selbst erarbeiten. Ja? Die Schrift wird die irgendwie dann auch weitergegeben oder arbeiten sie auch selbst? Das lernen die Kinder von selbst. Wird auch. Ja, okay. Es gibt keiner, so der denen das schreiben kann. Das machen die Eltern oder okay. Weiß ich, oder untereinander. Mhm. Die Eltern, es gibt auch keine Gruppen mit Gleichaltrigen. Mhm. Also bei dem, Alf sagte, bei diesem Segelbootprojekt saßen ganz große und auch kleine zusammen. Ja? Entbinden Sie diese verschiedenen Dörfer alle gleich? Und da gibt es ja mehrere Dörfer da unten. Ja. Also wenn es da jetzt keine, wie sagt man da, die entwickeln sie alle selber. Ja. Es gibt natürlich einen Austausch unter den Dörfern. Gibt schon? Ja, es gibt einen Markt, wo man, also so einen zentralen Markt, wo man also von allen Dörfern auch das, was da nicht gebraucht wurde, hinbringt und dann tauscht man auch aus. Also alle Dörfer untereinander? Ja, nicht alle, aber immer so 3-4 Dörfer und ja, was da übrig bleibt, geht dann noch weiter. Also das gibt einen Austausch einfach. Aha, okay. Wir geben und ihr gebt. Aber ohne aufzurechnen. Das ist der ich weiß schon. Wie wird das transportiert? Oder ist ja egal, das sind ja große Entfernungen. Ja, das da komme ich. So wie bei uns mein Auto. Da komme ich nachher drauf. Hat nämlich mit dem Thema Technik was zu tun. Okay. Also sie transportieren teilweise mit Pferden. Sehr gern. Aber sie haben auch andere Möglichkeiten zu transportieren. Ja. Ja? Wie ist das mit der Geburtenkontrolle? Also ich nenne es jetzt einfach mal so. Ja, jetzt kommen wir. Haben wir nicht so viel. Dann schließe ich mal so dieses Thema Schule ab. Ich denke, ja, ich könnte da nur ein Beispiel nennen. Wenn zum Beispiel ein Kind gerne fotografiert, sie haben Fotoapparate, die sind aber einfach anders als unsere. Das ist nicht beschreibbar. Und dann wird es... sagen die Eltern, mach doch mal eine Fotoausstellung. Also so läuft das, also generell, das ist so das Thema Schule. Es gibt keine Schule in unserem Sinne. Und die Kinder lernen unheimlich viel mehr als unsere Kinder. Viel, viel mehr. Ja. Moment. Transport. Nee, nicht Transport. Geburtenkontrolle. Gehen wir gleich zu dem Thema. Erstmal so, Entschuldige. Ja? Vielleicht kannst du noch erwähnen, dass diese Schetinin-Schule auf unserer Welt schon existiert. Ja, also es gibt in Russland wer die Anastasia-Bücher kennt, wird davon wissen. Es gibt in Russland eine Schule, die schon diesen Weg teilweise geht, noch nicht vollständig, die haben schon auch noch an Strukturen, nicht ganz so ohne Strukturen wie in der Erde, aber doch ziemlich weit sind in der Richtung und die sowas macht und die bringen Kinder in einem Jahr zum Abitur ohne Probleme. Also diese Schule existiert und ich denke, dass hier in Österreich auch inzwischen die Leistschulen gibt, die schon anklangsmäßig so einen anderen Weg gehen. Ja. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass unsere Kinder aus diesem ganz furchtbaren Schulsystem raus. Jetzt komme ich überhaupt zum Thema Kinder. Ja? Ich weiß, ich kenne das nicht so genau. Ich habe mich damit mit André Stern, ich habe davon gehört, aber ich habe davon noch nichts gelesen. Deswegen kann ich jetzt zu André Stern nicht viel sagen. Aber ich denke, alles, was dahin geht, die Kinder zu reglementieren, ist falsch. Sondern alles, was dahin geht, die Kinder zu ermutigen, das, was sie von sich aus tun wollen, zu tun, ist richtig. Ja? Ich kenne die Bücher von André Stern und viele Vorträge. Es ist in diesem Sinne nur André Stern ist alleine. Ja. Und er verbreitet das Wissen. Und im Vergleich zu Anastasia und Innererde, da entsteht es aus der Gemeinschaft. Ja. Aber André Stern macht eine gute Arbeit und eine gute Information. Ah ja, danke. Ja. Das Thema Kinder ist in Innererde ein ganz großes Thema. Also sie sagen, das Wort Erziehung ist was ganz Schlimmes. Wir
programmieren unsere Kinder in die Richtung, wo wir denken, dass es für die Kinder gut ist, wenn wir Kinder erziehen. Wir wissen aber gar nicht, was das für eine Seele ist oft, die da gekommen ist, was die für Aufgaben hat, was die machen will. Und wir bringen die eigentlich von dem ab, was sie sich vorgenommen hat in diesem Leben. Wir müssen lernen, auf unsere Kinder zu hören und unsere Kinder nur dazu bestärken, was sie von sich aus tun. Und das ist sehr schwer. Also in der Erde käme keine Mutter auf die Idee, ein Kind, was gerade ganz versunken sich mit irgendwas beschäftigt, einfach hochzunehmen und da rauszureißen. Ja? Also das Kind wird, die behandeln ihre Kinder auf gleicher Augenhöhe wie sie selbst. Weil sie sagen, das ist eigentlich eine reife Seele, die nur in einem jungen Körper ist. Und so werden die Kinder dort auch behandelt. Es gibt in der Erde keine ungewollten Kinder. Die Frauen haben es nicht verlernt, wie wir, ihren Eisprung selber zu initiieren. Bei uns läuft das alles inzwischen zufällig ab. Die regeln das einfach über mental, auf mentalem Weg. Ja, und es gibt keine Überbevölkerung. Also es gibt Familien, die haben mehr Kinder und es gibt Familien, die haben ein Kind. Das ist, aber es läuft irgendwie, also irgendwie normal, ohne darüber was zu sagen. Das ist, ich kann es nicht richtig erklären. Das läuft einfach. Es gibt keine Überbevölkerung. Und wie alt werden die Menschen in der Erde? Ist es so wie bei uns? Oder? Nein, sie werden viel älter. Ich habe gestern ja gesagt, in der Bibel steht, dass wir mal fast 1000 Jahre alt wurden. Und das wurden wir alle, auch die Innerirdischen, auch wir. Aber wir sind ja alle irgendwann mal aus unserer Mitte gefallen. Und dann wurde auch unser Alter reduziert. In Innerirde werden sie inzwischen 200 Jahre alt wieder. Und sind aber auf dem aufsteigenden Ast. Und ich denke, wir können auch bei uns programmieren, dass wir wieder älter werden. Das ist eine eigene Programmierung, die wir. Sie aber selber mir ausprogrammieren. Also ja, genau. Also unser Alter wurde künstlich reduziert und das ging durch Programmierung von außen, die wir gehört haben. Wir programmieren unsere Genetik und wenn wir uns ständig gesagt wird, im Alter wird man krank, im Alter wird man sich. Man stirbt mit 80, dann glaubt man dran und programmiert sich so. So einfach ist das. Ja? Mir ist die Frage gekommen, wenn es heißt 1000 Jahre. Ja? Ja. Wenn innen ja dann keine Zeit ist, in dem Sinn vom Erdumlauf und Jahr und so weiter, ja. Orientieren sich die dann an der Erdoberfläche oder? Oder ja, sie feiern sogar auch noch die Jahreszeitenfeste, wie wir sie früher gefeiert haben. Unsere Vorfahren haben ja Jahreszeitenfeste gefeiert, unterhalten sie sich auch dran. Weil die sagen, das hat mit der Energetik was zu tun. Das spielt keine Rolle, ob jetzt hier offen Frühling ist, das ist eine bestimmte Energetik. Und da haben natürlich die auf der Nordhalbkugel wohnen eine andere anderes Muster als die auf der Südhalbkugel leben. Aber die halten sich eigentlich an solche Dinge und feiern das auch. Es gibt offiziell, ganz leicht gibt es auch Jahreszeiten in der Erde. Ich sage ja ganz frei, sind die nicht davon, es gibt ja einen Austausch. Aber nicht so wie bei uns, so stark. Es gibt, je nachdem, wie weit man an die Pole rankommt auch. Ganz im Innern ist es wie bei uns auch am Äquator. Da gibt es auch nicht großartig Jahreszeiten. Da gibt es dann halt mehr Regen und so. Aber das gibt es da unten auch. So ganz stark ist das nicht anders. Ein bisschen. Anders ist, dass es nie dunkel wird. Ne? Aber die richten sich nach unseren Sonnenumläufen. Ja. Jetzt war ich noch. Das hängt ja auch unsere Lebenserwartung mit dem globalen Bewusstsein zusammen. Ja, ganz stark. Ja.
Und da gibt es ja schon russische Energieheiler, Graberwald zum Beispiel, ja, die schon sagen, also unser Ablaufdatum bestimmen wir selbst. Ja, genau. Also wir müssen das wissen die Innerirdischen. Und auch, dass wir, also es ist ein Irrglaube, also wenn ich wundere mich immer, wenn ich andere Menschen höre, die dann reden, ja, im Alter wird man krank und sowas alles, da sage ich, nein, ich bleibe bis 140 gesund und dann gehe ich. Und ja, ich habe nur ein Beispiel hier, sogar hier oben erlebt. Der damalige Imperator vom Mullerorden, oder Alf hat mir davon erzählt, der hatte mal zu Alf gesagt, der war so etwas über 90 und hat gesagt, ich habe keine Lust mehr, ich gehe. Und hat dann alles erledigt, was er erledigen wollte, sein Testament gemacht und so weiter. Und dann hat er Freunde besucht, seine besten Freunde. Er war alleinstehend, seine Frau lebte nicht mehr. Und hat seine besten Freunde besucht, hat sich zu denen ein paar Tage mit denen noch verbracht, hat sich dann bei denen auf die Terrasse gesetzt und hat denen gesagt, so tschüss, ich gehe, und hat die Augen zugemacht und ist gestorben. Der ist ganz bewusst gegangen. Und das könnten wir alle. Und der war gesund bis zum letzten Tag, aber er wollte einfach, er sagte, meine Zeit ist um, ich möchte gehen. Weil er davon ausgeht, er kommt ja wieder. Ja, also wir haben ein vollkommen irrationale Vorstellung von Alter und Tod bei uns. Jetzt zum Thema Technik, kam vorhin auf, wie transportieren die? Erstmal, die Innerirdischen lehnen Technik zum größten Teil ab, weil sie sagen, die Technik bringt uns eigentlich von unseren Fähigkeiten weg. Wenn ich ein Telefon benutze, verlerne ich eine gedankliche Telekommunikation. Ja? Wenn ich ein Auto benutze, verlerne ich meinen Körper zu teleportieren. Nicht die, Ja, das war doch richtig. Ja, ich war jetzt etwas. Ja, also wir verlernen durch die Technik Dinge, die wir eigentlich konnten, mal alle. Und je mehr Technik wir haben, umso weniger können wir. Die Technik macht uns dumm. Nicht schlauer, wie uns erzählt wird, die Technik macht uns dumm. Wenn wir einen Computer zum Rechnen brauchen, verlernen wir das im Kopf zu machen. Und deswegen, solche Technik lehnen die Innerirdischen ab. Sie haben ein ganz geringes Maß an Technik, es ist aber eine Technik, die Alf nicht verstanden hat. Sie haben auch Alf nicht überall dran gelassen, weil die ganz viel über Gedanken steuern und die sagen, deine Gedanken könnten das stören. Haben zum Beispiel, jetzt komme ich auf das Thema Transport, sie transportieren eine ganze Menge mit Tieren, also mit Pferden und so, aber sie haben auch Antigravitationsfahrzeuge, die stellen sie folgendermaßen her. Dazu muss ich jetzt vorhersagen, die Innerirdischen bauen nichts ab. Sie nehmen alles nur, was die Erde ihnen freiwillig schenkt. Deswegen nehmen die kein Material, was in der Erde ist, sondern nur das, was auf der Oberfläche ist. Und auf der Oberfläche ist massig Sand. Und die gehen dann hin, nehmen diesen Sand, schmelzen den mit einer bestimmten Technik, die ich nicht erklären kann, lassen dieses dann wabenförmig auskühlen, dass die wabenförmig wird, diese Siliziummasse. Und durch diese wabenförmige Struktur hat Antigravitationswirkung. Und das sind deren Antigravitationsfahrzeuge. Wir haben in unseren Märchen Geschichten von den fliegenden Teppichen. Das sind eigentlich die früheren fliegenden Teppiche gewesen. Diese Antigravitationsfahrzeuge in dieser Wabenstruktur, da sitzen die Menschen drauf. Und da ist vorne nur so ein, ich sag, das war wie so eine Kugel oder irgendwie, und damit wird das gesteuert über die Gedanken, das ganze Ding.
Das ist alles. Damit, aber das benutzen die eigentlich nur, um Material zu transportieren, zum Beispiel. Ja? Mir fällt dann nur der Name ein, Viktor Grebennikow, wer den vielleicht kennt. Das ist ein Russe, der auch mit dieser Wabenform gearbeitet hat. Ja, ich habe das gehört. Nachdem ich das mal auf einem Vortrag gesagt habe, hat mich da jemand drauf angesprochen. Und ich war ganz erstaunt, habe mich natürlich gefreut über diese Rückmeldung. Ja, das habe ich gehört. Und das, was er da erarbeitet hat, hat es dann gesamte Beiträge gegeben, die sind dann auch verschwunden. Hat hinten das jeder verstanden? Nein. Der Grebennikow, ja. Grebennikow. Also es gibt einen russischen Wissenschaftler, Viktor Grebennikow, der da experimentiert, der nämlich genau das festgestellt hat, dass diese Wabenstruktur Antigravitationswirkung hat. Also es kommt langsam bei uns an. Und das ist das, was ich gestern sagte. Es gibt in Innererde, also ich habe ja gesagt, es gibt 30.000 Kontaktler. Und wer weiß, woher er das hat. Ja? Die geben ihr Wissen weiter. Nur nicht so offen. Also ich komme jetzt von Innererde und sage euch jetzt das und das. Ja? Da gibt es dazu ein Buch, das heißt Die Jagd nach dem Zero Point. Da geht es um die Nullpunktenergie und da kommen diese ganzen Forschungsergebnisse von Antigravitationstechnologie vor. Da gibt es viele Quellen auch drin. Danke. Also dieses Wissen von Innererde sickert immer mehr hier hoch. Und das ist natürlich auch gespeichert im Morphofeld der Erde. Na, wir können das eigentlich alles abrufen, wenn wir wieder anfangen, so hinzuhören oder zu schauen. Ja. Was gibt es noch für Technik? Ja, sie haben zum Reinigen der Kleider, wenn die nicht stark verunreinigt ist, oder auch für starke Verunreinigung, so Art Schallduschen, wo die werden dann beschallt irgendwie und dann löst sich wohl der Dreck. Und ansonsten tauchen die einfach nur mal ins Wasser ein. Die haben keine Waschmaschine. Aber es gibt auch nicht so, dass jede Familie was hat, sondern diese Schalldusche, da kann man dann ins Gemeinschaftshaus gehen, die Sachen dann behandeln wir mit nach Hause nehmen und damit ist die Sache erledigt. Oder wie gesagt, sie tauchen es einfach mal, jede Familie hat einen Teich auf ihrem Landsitz, dann tauchen das mal in den Teich ein und hängen es auf. Also das ist alles ganz einfach eigentlich, so diese Lebensweise dort. Ja? Kurz noch, diese größere Transportwege ist nicht üblich wie bei uns, dass man Wien, Salzburg, New York, bla bla bla, so immer durch die Gegend fliegt. Nein, ist ja nicht nötig, weil es wird ja überall alles hergestellt. Und wenn in einem Dorf was nicht hergestellt wird, dann weiß man im zweiten oder dritten Dorf weiter, es ist jemand, der es macht. Und das Interesse ist gar nicht vorhanden, dass ich irgendwo dorthin fliegen muss muss. Oder das ist, bei uns ist der Haupttransport für Fabriken. Mhm. Ja, und es ist ja heute so, dass die schon kein Lager mehr haben, dass da jeden Tag ein LKW oder LKWs ankommen müssen. Ne? Mhm. Oder der zweite große Faktor sind unsere Lebensmittel. Mhm. Und die bauen die ja selber an. Okay, und Business gibt es auch nicht in dem Sinne. Nee, also so deswegen gesehen, brauchen die das nicht. Okay. Sie sagen, auf Straßen würden sie keine bauen. Sie haben Wege, weil sie ja reiten und Pferde würden ja so durch die Natur, sie haben halt Wege, die so ein bisschen aufschottern. Das ist aber auch alles, was sie haben. Ja, ansonsten, es gibt so die eine oder andere, also Licht brauchen sie ja nicht nachts, weil es wird ja nicht dunkel. Ja. Gibt es aber eigentlich lebt jeder Mensch nach seinem eigenen Rhythmus. Es gibt allerdings schon so offiziell Tag-Nacht, weil da halten sie sich so an das, wie es oben ist, weil sonst, wenn sie das nicht machen würden, haben sie gesagt, dann wäre ein Gemeinschaftsleben nicht möglich. Ja? Und deswegen haben sie schon Tag und Nacht. Aber eigentlich lebt jeder nach seinem Rhythmus. Und Menschen, die tagsüber 3 Stunden schlafen wollen, tun das auch. Oder weiß ich. Oder es gibt da Menschen, die 3 Stunden schlafen, dann längere Zeit wach sind und dann nochmal 3 Stunden schlafen und so weiter. Und es gibt manche Menschen, die in 2 Etappen, so wie wir es machen, schlafen. Also das ist,
dann erlebt jeder nach seinem Rhythmus. Ja? Eine Frage, hat Alf nie ein Fotoapparat mitgenommen? Was hat Alf? Einen Fotoapparat oder Kamera oder so. Na, er konnte nicht fotografieren, weil unsere ganze Elektronik wäre bei der Einfahrt kaputt gegangen. Aha, okay. Also er konnte nichts mitnehmen. Sie haben ihm auch gesagt, er soll keinen mitnehmen. War das selbst eine Aufzeichnung und dann noch, dass es das skizziert hat und so? Ja, ach, wenn ich die Skizzen, Alf konnte nicht zeichnen. Das hat er mir gemacht, so auf dem Zettel zu Hause, ja, so nebenher, damit ich so ungefähr eine Vorstellung kriege manchmal. Aber das ist, die sind dann weggeschmissen worden. Aber wenn man es erzählt kriegt, dann tut man sich meistens sein eigenes Bild dazu. Ja, das ist okay. Das ist in Ordnung, jeder soll sich sein Bild machen. Ich versuche deswegen auch so bildhaft wie möglich zu sprechen, damit die Bilder auch entstehen. Und wie lange war er da immer weg? Unterschiedlich. Also er hat, ja, für mich war er manchmal kürzer weg, als er wirklich weg war, weil die händeln die Zeit ganz anders. Auf das Thema Zeit komme ich gleich noch mal. Einmal habe ich gestern schon erzählt, war er im Weltall und ist morgens frisch rasiert aus dem Haus und kam abends mit einem 3-Tage-Bad nach Hause. Er war 3 Tage unterwegs und für mich war er 1 Tag weg. Und Angst haben Sie dann nie? Nein, warum? Wovor sollte ich Angst haben? Wenn er zurückkommt, dann haben wir also nie. Nö, da habe ich mir überhaupt keine Gedanken drüber gemacht. Nein. Ich glaube, wir haben viel zu viele Ängste, wir Menschen. Ja. Das ist auch ein Thema, was ganz wichtig ist. Wir greifen auch durch unsere Ängste zu viel in die Persönlichkeit eines anderen Menschen oft ein. Na, behindern, dass der irgendwas macht, weil wir Angst haben, dass dadurch irgendwas passiert. Und das würden die Innerirdischen niemals tun. Die achten die Persönlichkeit jedes einzelnen Menschen stark. Und sie würden niemals eingreifen in die Persönlichkeit eines anderen. Ja? Gibt es dann eigentlich Konflikte manchmal auch Gott? Oder gibt's natürlich gibt es Konflikte. Aber ich sagte ja gerade, wichtig ist, sie achten die Persönlichkeit des anderen. Und sie achten auch andere Meinungen oder andere Sichtweisen. Das ist für sie vollkommen normal. Also dadurch gibt es keine Konflikte. Und übers Haben gibt es recht keine Konflikte. Das ist manchmal unter Kindern, aber es ist sehr, sehr selten. Dann gibt es auch keine Kriminalität. Nein, gar nicht. Warum? Wenn jeder alles hat, braucht keiner irgendwelche kriminellen Taten zu machen. Die Menschen leben in Fülle. Ja? Leben aus der Familie wie bei uns, also Mann und Frau und Kind, oder schaut das ein bisschen offen und anders aus? Nein, das sieht nicht anders aus. Für sie ist das sogar, die Ehe ist und die Familie ist die Grundlage der Gesellschaft. Homosexualität, lesbische Paare, gibt's, sowas gibt es? Nein, gibt es nicht. Eingetragene Partnerschaften auch nicht. Also ich sage mal was wer sich mit den 5 biologischen Gesetzmäßigkeiten nach Dr. Hammer auskennt, weiß, dass weiß, wie Homosexualität entsteht. Das ist jetzt ein völlig anderes Thema. Also es entsteht im Menschen durch einen Konflikt, durch 2 Konflikte, die auf 2 verschiedenen Gehirnseiten sind, die der Körper nicht lösen kann. Ja? Und das gibt es in der Erde nicht. Es gibt Homosexualität, kennen die nicht. Sie sagen, also das hat ganz viel mit der Energie von Mann und Frau zu tun. Die sagen, das Paar ist eins, ist die Grundlage, weil der Mann ist anders gepolt, wirklich tatsächlich anders gepolt, auch wenn es bei uns heute behauptet wird, dass es das nicht ist, ist genau entgegengesetzt gepolt wie die Frau. Und das männliche Prinzip ist das gebende, ausweitende Prinzip, also auch der Mann ist der eigentliche Schöpfer, oder nein, nicht der Mann, das männliche Prinzip ist das eigentlich schöpferische Prinzip, so, sagen wir es so. Während das weibliche Prinzip ist das bewahrende, das aufnehmende Prinzip. Und was aus reinem Schöpfergeist wird,
ohne dieses wahrende, bewahrende, aufnehmende Prinzip der Frau, das zeigen unsere Kernkraftwerke. Ja, das ist reines männliches Prinzip. Einfach machen, ohne dran zu denken, was passiert damit. Ja? Also die Innerirdischen machen nichts, ohne diese beiden Prinzipien zu beachten. Das schöpferische Prinzip ist das, wo der Mann, dem der Mann mehr unterliegt, und das bewahrende Prinzip ist ganz, ganz wichtig bei jeder einzelnen Entscheidung, dem die Frau mehr unterliegt. Die sagen nicht, dass eine Frau nicht Schöpfer ist. Das will ich jetzt gleich hier sagen. Wir haben genauso männliche Anteile in uns und weibliche Anteile in uns. Wir sind nur im materiellen Bereich weiblich und anders gepolt als der Mann. Aber unser Geist hat damit nichts zu tun. Der Geist ist beides. Ja, und die Innerirdischen, oder nein, das sagen nicht die Innerirdischen, das sagen die Vril, die dort zu Gast sind. Die sagen auch auf unserem Planeten, also das Ziel eines oder der wirkliche Mensch hat beide Gehirnhälften, die männliche und die weibliche Gehirnhälfte, vollkommen ausgeglichen. Das heißt nicht, dass er zweigeschlechtlich ist im Körper, aber was das Denken und das Tun anbetrifft. Und die nennen Menschen, die das haben, sie sagen, auch bei uns sind noch nicht alle so, weil die auch mal gefallen sind, nennen die Androgyns. Das sind unsere Androgyns. Und jeder, der dort lebt, hat so den Wunsch, ein Androgyn zu werden. Androgyn heißt nicht zweigeschlechtlich. Ja, das sind genauso Männer und Frauen. Es geht nur um die Geistigkeit dabei, um die Androgynität im Geiste. Und ein wahrer Wissenschaftler, der beste Wissenschaftler ist der, der das im Ausgleich hat. Egal, ob es eine Frau oder ein Mann ist. Und natürlich leben die Frauen, weil die Kinder kriegen, auch zu dem Zeitpunkt, wo sie Kinder haben, mehr sind die vollkommen für ihre Kinder da. Aber die Männer sind ebenso für ihre Kinder da. Bei uns existieren ja beim Aufwachsen des Kindes Männer kaum noch. Das ist ganz schlimm für die Kinder, weil nämlich die leben nur unter dieser weiblichen Energie auf, was ganz falsch ist. Und dadurch kommen gerade auch Jungs vollkommen durcheinander. Eigentlich brauchen die Jungs auch männliche Vorbilder. Jetzt zum Thema Ehe, also für die heiraten. Aber sie haben niemanden, der sie verheiratet, sondern die heiraten für sie, also sie nehmen ihren Mann zu Mann und die Männer nehmen ihre Frau zu Frau selber, ohne dass das jemand anders fördert. Und sie suchen sich ihre Partner völlig anders aus als wir. Zu wenigen Zeiten, also wir haben alle mal so gelebt hier auf der Erde, bevor die Dunklen kamen und uns aus unserer Mitte gebracht haben. Die Menschen suchen sich ihre Partner aus, wo die Seelen gleich schwingen. Also, ich zeige das immer gern mit den Händen. So, wenn ich Mann und Frau habe, wo die Seelen wirklich so übereinstimmen, dann stimmt alles. Dann stimmt das Geistige, dann stimmt das Seelische Übereinstimmung und dann stimmt das Körperliche überein. Das heißt, die suchen sich nicht ihren Mann wie wir in der Jugend so über diese sexuelle Anziehungskraft, die kommt später dazu. Aber die suchen sich eher diese geistseelische Verbindung erstmal. Und die finden die auch. Die haben da ihre Möglichkeiten, die zu finden. Ich habe selber so mit diesem Thema beschäftige ich mich seit einiger Zeit, und bei Alf und bei mir war es wirklich nicht so. Ja, unsere Ehe war, die Liebe war groß, aber unsere Ehe war nicht einfach. Wir mussten ständig daran arbeiten, dass es klappte, ja, weil wir zu unterschiedlich waren eigentlich. Aber es ging gut.
aber nur, weil wir immer daran gearbeitet haben. Und mir ist dann später gekommen, dass als wir aus unserer Mitte fielen, das so wichtig war, dass wir Körper über, also in anderen Menschen über unsere sexuelle Anziehungskraft gezogen haben, auch wenn das nicht so war, sondern nur so, ja, weil wir, daran kann man wachsen. Wenn die Liebe da ist, kann man in so einer Beziehung viel mehr wachsen, als wenn alles übereinstimmt. Weil es ist eine ständige Herausforderung, auch sich selbst zu hinterfragen oder an sich zu arbeiten. Das hat also auch seinen Sinn. Es ist nicht sinnlos, dass wir uns diese Beziehung aussuchen. Nur da, wo die Liebe einfach nicht ausreicht, da gehen die Ehen auseinander nach einiger Zeit. In der Erde passiert das nie. Weil die eben unter ganz anderen Voraussetzungen ihren Partner suchen. Wir sind ja dreieinige Menschen. Wir bestehen ja aus Körper, Geist und Seele. Und bei denen stimmen eben alle drei Ebenen überein. Und die sagen auch, dass es ganz normal ist, was bei uns ja in Abrede gestellt wird, dass ältere Menschen, dass bei denen der sexuelle Drang zurückgeht. Die lachen drüber, wenn die hören, dass wir hier Viagra nehmen und solche Sachen. Ja? Einige ältere Ehepaare, ab 60 bei auch oder so, sagen, ich bin schon 40 Jahre verheiratet und bin islamweilig. Ja, genau, dann stimmt eben, das ist, weil nämlich vielleicht dieser Geist, also seelische stimmt da bestimmt, sonst würden sie nicht 40 Jahre zusammen sein, aber dieser geistige Bereich, der stimmt nicht überein. Die haben zu wenig geistige Gemeinsamkeiten. Also ich hätte mir weder mit Alf vorstellen können und heute auch mit Gerhard nicht vorstellen können, dass mir jemals langweilig wird. Ja. Wie schützen sich die im Inneren der Erde, weil es natürlich von außen, von den Regierungen und Militärs sicher Interessen gibt, dort einzudringen und das auch zu besetzen, weil nachdem es ja heroben nicht so lustig zugeht, werden sie Begehrlichkeiten nach innen gerichtet. Auf jeden Fall, die haben ständig Angriffe, aber da haben die überhaupt kein Problem mit, das schaffen die, also die schotten das energetisch ab, da kommen die gar nicht rein. Es ist wirklich für sie kein Problem. Da lachen die drüber. Ja, also ich habe gestern gesagt, die schaffen es in 17 Sekunden, eine Atomrakete zu neutralisieren mit ihren Gedanken. Das ist also. Zu entschärfen oder zu neutralisieren? Bitte? Zu entschärfen oder zu neutralisieren. Also das heißt, die wirkt nicht mehr. Schon ein paar Mal passiert? Ja, die haben schon einiges gemacht. Aber sie greifen hier oben nur noch ganz selten ein, weil sie haben zum Beispiel damals, als wir in den 60er Jahren die ganzen Atomversuche gemacht haben, haben die immer wieder gereinigt, was da freigesetzt wurde. Und das hat unsere Wissenschaftler dazu gebracht, zu denken, oh, passiert ja nichts, wir können das ja machen. Und dann haben die gesagt, wir haben es direkt gefördert und haben dann aufgehört damit irgendwann. Weil sie sagen, eigentlich, wenn wir das beseitigen, fördern wir das, dass es gemacht wird. Ja? Anastasia, er hat ihre Kinder, oder glaube ich, der Puff, das Mädchen, der Puff, der hat ja das gemacht, dass er per Atom neutralisiert hat. Was hat da was für dich? Die haben da ganz was toll, also ganz was Wertvolles gemacht. Beschreibt sie nach dem Buch. Ja, ich weiß nicht, ob das der Buch war, das ist, glaube ich, eine andere Geschichte. Ja, aber es ist egal, auf jeden Fall. Wir könnten das genauso. Aber wir sind natürlich nicht mehr in unserer Mitte. Da war es die Verbindung zu den Bakterien. Ja, genau. Ja, damit arbeiten ganz viel mit Bakterien. Also Bakterien ist für die, eins ihrer Hauptarbeitsmittel. Ich habe gestern erklärt, wie die zum Beispiel die Hüllen ihrer Raumschiffe machen, indem sie Bakterien füttern und die wachsen und diese Bakterien, die Ausscheidung dieser Bakterien bilden so eine zähe organische Masse und das wird die Hülle der Raumschiffe. Also mit Bakterien arbeiten die ständig. Auch, und sie informieren auch die Bakterien, dass sie bestimmte Dinge tun sollen. Ja? Ja? Gibt es diese Bakterien auch für unsere Oberfläche auch? Könnten wir das eigentlich auch machen? Natürlich könnten wir das. Ja,
Wir könnten alles, wir sind Schöpfer. Ja, wir haben uns nur, wir sind einfach nur zu weit inzwischen davon weg. Und, aber jeder kann an sich arbeiten und kann das auch wieder schaffen. Wir sind unglaublich mächtig. Da gehe ich jetzt auch noch mal ganz kurz auf das Thema, ich wurde eben auch angesprochen, Thema Engel. Oder Seraphim hat jetzt, Alf war in Innererde und hat dann mitgekriegt, dass das Lür sich mit jemandem unterhält, der nicht da war. Und dann sagt er, pass mal auf, da vorne, wo die Jacke ist, schau da mal hin. Und dann entstand da so ein Licht, die wir als Orbs bezeichnen, so eine Kugel. Und die wurde immer größer, immer größer, immer größer. Und dann entstand daraus plötzlich eine Wesenheit, die sich materialisiert hat. Also sah aus wie ein Mensch. Und sie stellte sich dann all vor, dass sie sagte, dass sie eine Seraphine ist. Oder sie hat sich weiblich materialisiert. Wenn die sich weiblich materialisieren, sagen die Seraphin. Und wenn die sich männlich materialisieren, sprechen sie von Seraphim. Also das, was in der Bibel als die Gottes höchste Engel beschrieben wird. Und diese haben zu Alf gesagt, uns wird erzählt, dass sie über uns stünden. Also, dass alle Engel über uns stünden. Sie sagen, das ist völlig fehlgeleitet, das stimmt nicht. Alles in unserem Universum dient einem einzigen Sinn, dem Menschen. Also dem, was Gott als Mensch bezeichnet. Mit Mensch meine ich natürlich nicht nur das Körperliche, sondern alles. Ja? Und wir sind in der Lage, bis ins göttliche Geistfeld zu denken, wenn wir wieder in unsere volle Kraft kommen. Und, und wir können alle Energien, die es gibt im Kosmos, dafür nutzen, für das, was ich am Anfang gesagt habe, Gottes Schöpfung weiterzubringen. Wenn wir zum Beispiel andere Planeten jetzt besiedeln würden, in jedem Planeten gibt es eine innerirdische Sonne und wir bräuchten da drin die innerirdische Sonne, dann helfen wir zwar mit, aber installieren tun das die Seraphim, aber auf unsere Veranlassung hin. Sie stehen nicht über uns, sie stehen gleichwertig. Es ist alles gleich, eine Augenhöhe, im Gegenteil, wir agieren sogar in viel, viel mehr Dimensionen als die Seraphim. Ja? Der Mensch fehlgeleitet, in dem, ich weiß nicht, 95% Katholiken sind und jeder nur an Gott und Jesus der Energie leitet. Ja, das ist doch. Viele Esoteriker gar nicht an den kosmischen Anbinden wagen, was du so hörst. Die sagen, naja, von der kosmischen Energie weiß man, wie was reinkommt, der riesengroße Angst und alle leiten die Energie nur in einem sehr limitierten, fragwürdigen Bereich. Das ist richtig, ja. Ja, das ist. Also dafür gibt es die ganzen Systeme, die uns alle klein halten, auch die gesamten konfessionellen Systeme. Ja? Wie kann ich das jetzt verstehen? Du hast gerade gesagt, dass sie uns in Augenhöhe begegnen, auf der anderen Seite dient aber alles uns Menschheit. Also irgendwie kriege ich das jetzt nicht. Ja, also sie sagen, sie stehen nicht über uns, sondern wir sind hier innerhalb der Materie die Schöpfer, aber wir können nicht. Wir können ganz viel, aber eben nicht alles. Und um bestimmte Dinge zu erreichen, können wir uns Hilfe anfordern. Die Seraphim sind ja befinden sich in der 9. bis 12. Dimension und wir können uns aus dieser Dimension diese Hilfe holen. Das ist eine Energie. Das sind Energiewesen, reine Energiewesen. Ja, ich möchte das eben noch zu Ende sagen, dann melde ich mich. Da komme ich auch gleich, will ich ein paar andere Beispiele nennen. Unsere Vorfahren, die sprachen oft von Göttern. Ja, von ganz vielen Göttern. Die Kelten hatten ihre Götter und alle hatten ihre Götter. Das sind alles eigentlich Energien, die wir nutzen können. Uns wurde dann irgendwann gesagt, nee, wir sollen nur noch den einen Gott, und das ist Luzifer, anbeten. Und das ist... das hat uns davon abgebracht, diese Energien zu nutzen. Also wenn ich zum Beispiel, das ist auch im Buch 3 recht schön beschrieben, zum Beispiel
meine persönliche Macht, die ich habe, mal stärken will, weil ich mich im Augenblick schwach fühle oder so, dann kann ich den Gott Thor zu Hilfe rufen. Das ist eine Energie, die Macht gibt. Ja? Und dann fühle ich mich plötzlich richtig mächtig. Dann komme ich dadurch wieder in meine Mitte. Und wir dürfen diese Energien benutzen. Und wir haben es nur verlernt. Weil uns die ausgeredet wurden. Und weil uns gesagt wurde, das sind mächtige Götter. Ja? Ist alles Energie und alles unterschiedliche Energien im Kosmos, die bestimmte Namen haben. Dabei unterscheide ich jetzt, sage ich jetzt nicht, dass das nur Thor gibt, sondern jede Kultur hat ihre Götter. Und die gleichen sich auch oft mit ihren Energien. Ja? Die These, dass ja die Götter eigentlich die außerirdischen Reptiloiden sind, stimmt das dann nicht? Nee. Die kennen das. Die benutzen diese Energien und stellen sich dann so dar. Ja. Die ziehen ihre Macht daraus, weil sie wissen, dass diese Energien ihnen Macht geben. Und uns haben sie gesagt, wir sollen diese Götter nicht anbeten. Ja. Das ist ganz einfach alles eigentlich. Da war da ganz hinten noch erst eine Frage. Theoretisch ja. sagen wir es mal so. Also wir sind eigentlich freiwillig hierher gegangen, um Gottes Schöpfung weiterzuführen. Wenn wir aber dazu keine Lust mehr haben und wieder unsere Festplatte, wo ich gestern von gesprochen habe, bereinigt haben, alles, dass da nichts mehr offen ist, dann können wir sagen, so, jetzt gehen wir zurück und jetzt agieren wir nur noch von der 9. bis 12. Dimension, wenn wir das wollen. Aber das ist eine Frage wirklich auch unserer Entscheidung. Also das ist nicht so, dass wir das machen müssen. Wir können genauso wieder in die Materie einsteigen. Wir können auch irgendwo ein anderes Tor aufmachen. Also ich habe mal so eine Vision gehabt, dass das ist mit den Dimensionen wie so Ausstülpungen. Sind überall andere Universen. Ja, und wir können auch neue Universen schaffen. Das können wir alles. Das ist, die Gedanken sind grenzenlos und Gottes Schöpfung ist grenzenlos. Und wenn wir uns begrenzen, dann ist es schlecht. Allerdings, wenn ich sage, ich habe also meine Festplatte bereinigt und ist alles erledigt, ich bin wieder vollkommen in meiner Mitte, kann ich sagen, gut, ich will nicht mehr innerhalb der Materie agieren, ich agiere jetzt als Geistwesen. Aber damit beschränke ich mich eigentlich, wenn man es genau nimmt. Es gibt da halt diese lichte Seite, die sagt, nur das, was außerhalb der Materie ist, ist gut. Und unser Ziel ist, nur so zu werden. Aber das ist nicht zwangsläufig. Ja? Wir sollten beim Wording vielleicht ein bisschen aufpassen. Macht ist immer Unterdrückung und niederer Bewusstseinslevel. Es heißt Kraft in den höheren Ebenen. Ja, also ich bezeichne es trotzdem als Macht. Ich würde das andere nicht als Macht bezeichnen. Ich würde das andere Herrschsucht oder so. Also wir haben alle eine natürliche Macht. Gut, man kann es anders bezeichnen als Kraft. Für mich ist Macht kein negatives Wort. Es wird negativ benutzt. Ja, aber gut, Kraft ist, ja, also eigentlich reden wir davon auch, dass ein Seraphim zum Beispiel mächtig ist. Sag nicht, der ist kräftig. Ja, es ist wie wir die Worte nutzen halt, ne? Also, ja. Ja, aber ich glaube sogar, ja, wir reden zwar von den Mächtigen, aber eigentlich sind die gar nicht mächtig. Das sind arme Würstchen.
Ja, so muss man das sehen. Also ich muss doch mein Ego nur dann so stark erhöhen über andere, wenn ich eigentlich es nötig habe. Ja? Aber das ist ein ganz wichtiges Thema. Wir verwenden viele Wörter und haben ein ganz anderes Denken, als das eigentlich bedeutet. Ich habe gestern schon mal intensiv zum Thema Sprache was gesagt. Und das ist ganz, ganz wichtig. Wir benutzen heute Worte völlig falsch. Ja? Und die wurden auch bewusst verdreht. Genau. Ja? Ein gutes Beispiel ist für mich das Thema Gier. Gier ist für uns was ganz Schlimmes. Ja? Und das wurde auch uns so dargestellt. Wenn man aber, das ist mein Spezialthema, Sprache. Und wenn man da mal in die Tiefe geht und guckt, was das ursprünglich bedeutet hat, das war beim Thema Gier übrigens ganz schwer. Das wird noch bis ins Mittelalter hinein so benutzt, wie wir es heute benutzen. Also es wurde sehr früh verdreht, dieses Wort. Gier hat eigentlich mit unserer Kehle zu tun. Wenn wir trinken, sagen wir trinken auch gierig. Ja, wenn wir voll aufnehmen. Gier ist eigentlich ein Ausdruck dafür, dass wir mit allen Sinnen voll aufnehmen. Das hat ganz viel Juden sagen Nefesh zu Lebenskraft und die innerirdischen Reptus benutzen ein ähnliches Wort zum Thema Lebenskraft und das ist eigentlich das, was wir als Gier bezeichnen. Ganz hohe Lebenskraft, alles mit vollen Sinnen aufnehmen. Und was haben wir daraus gemacht? Also Gier ist völlig negativ besetzt. Ja. Ich bin da drauf gekommen, ich wäre da auch nicht drauf gekommen, weil für mich war das Wort genauso negativ besetzt und ich bin da drauf gekommen. Ich habe als Jugendliche meine Geschichte gelesen, ich weiß nicht mal mehr, wie das Buch heißt, aber da ging es darum, dass eine Mutter zwei Söhne bekommen hat und das eine Kind, also Zwillinge, der eine Zwilling war nach der Geburt recht schwach und musste halt entsprechend gepflegt werden von der Mutter. Und der andere hat halt schon als Baby gierig an der Mutterbrust gesaugt. Und das war aber immer das schwierige Kind in der Geschichte. Und das wurde auch in der Geschichte dargestellt als das schlechte Kind eigentlich. Und das Schwache, das war halt das Liebe, weil das der Mutter zugewandt war und so. Da habe ich mir als Jugendliche gedacht, nee, ich würde das andere Kind als das tolle Kind finden. So in dieser Geschichte einfach. Ich kann die ganze Geschichte gar nicht mehr wiedergeben, aber das war für mich mein erster Kontakt mit gierig, ja, dass das nichts Schlechtes sein muss, wenn ein Kind gierig an der Mutter Brust saugt. Das zeugt von voller Lebenskraft eigentlich. Ne? Wissbegierig ist ja auch. Ja, wissbegierig auch, genau. Da ist in diesen Worten ist es noch drin, in der richtigen Form. Ja. Und ich bin dann eben über diesen Weg dazu gekommen. Wenn wir über unsere Worte nachdenken, stellen wir fest, dass ganz viele Worte bewusst verdreht wurden. Und damit wir nicht in die Kraft kommen, und da wissbegierig ist ganz logisch, weil da geht es ja wieder um den Kopf. Genau. Und dann reichen wir ja genau wieder. Genau. Und deswegen muss Gier was ganz, ganz Schlechtes sein. Da hat die Kirche volle Arbeit geleistet. Ja. Aber ich würde jetzt heute auch nicht wagen, wenn ich irgendwas schreibe, als das Positive darzustellen, ohne Erklärung, weil die meisten Leute denken, um Gottes Willen. Weil Gier ist ja, wir setzen Gier mit Habsucht gleich heute. Habsucht ist das richtige Wort dafür. Also es ist eine Sache, unsere Sprache auch wieder neu zu erlernen. Ja? Sollen wir erstmal gleich eine Pause machen oder wie ist das? Ja, aber ich beantworte diese Frage nicht. Wie funktioniert denn das mit der Gravitation in der Erde? Warum? Ja, weil der Gravitationsmittelpunkt oder das, was wir als Gravitationsmittelpunkt bezeichnen, im Erdmantel ist. Okay. Mitten im Erdmantel. Frage zur Familie noch kurz. Die Schwangerschaft, ist es wie bei uns, bei den Reptos und bei den Homos gleich oder ist der Unterschied zwischen Reptos und Homos? Es gibt einen kleinen Unterschied. Also wir gebären unsere Kinder, da platzt die Fruchtblase.
und das Kind kommt raus als Baby. Ja. Und bei denen kommt das wie ein Ei raus und das geht erst draußen auf. Bei beiden, bei Reptus und Börner? Nee, bei den Reptus. Bei den Reptus. Weil die Reptus gebären Eier. Ach so, wirklich? Ja, aber das wird dann auch geöffnet und das Kind kommt raus. Und die Monate sind gleich, also die Anzahl. Ja. Und zum Abschluss sage ich noch, wenn die irgendwie Gebrechen haben, die brechen sie von mir so an Bein und durch irgendeinen Unfall oder passiert nicht das mal ein Unfall auch. Oder schon? Das passiert genau. Und das wird aber dann in Ordnung gebracht mit anderer Energie oder so? Also ja, da haben die ihre. Ja, also, das weiß ich jetzt nicht. Ich weiß nur, dass Alf mal in der Erde kam und Elio hatte den Arm im Gips und sagte, siehst du, sowas passiert. Also den Gips auch. Ja. Ja, natürlich, die Gipsen. Ja. Ja, natürlich ist es. Ja, also das dauert, die bringen auch nicht den Knochen dazu, von heute auf morgen zu heilen. Das dauert da auch. Es geht bei ihnen schneller als bei uns, aber es dauert schon auch seine Zeit. Nee, Materie ist bei denen auch träge, nicht nur bei uns. Okay. Ja. So, dann machen wir eine kleine Pause. Ne? Hört man mich wieder? Ja, ne? Ich greife wieder an. Ich könnte jetzt noch ganz viel zum Leben in Innererde sagen. Ich könnte 2 Stunden hier reden, noch darüber alleine. Ich habe mir aber allerdings hier noch 2 oder 3 Themen, die ich gerne anbringen würde. Und es ist von gestern noch eins offen geblieben. Da wurde die Frage gestellt, ob die in Innererde Fleisch essen. Genau. Da gehe ich dann jetzt als erstes drauf ein. Also die Homo sapiens in Innererde essen kein Fleisch. Ich sagte gestern, dass die Reptus Fleisch essen, aber sie töten kein Tier. Und das hat mit ihrer Kultur etwas zu tun. Die Reptus haben eine sehr, sehr innige Beziehung zu Tieren. Es gibt doch kaum einen Reptor, der nicht eine Beziehung zu einem Tier aufbaut, aber sie halten keine Tiere. Die Tiere kommen von selbst zu ihnen und es findet dadurch, die haben eine starke Kommunikation auch mit den Tieren. Und als Alf mal nach Innererde kam, Alf war mit Stasa ja befreundet und Alf hat Stasa besucht und dann sagte er zu ihm, willst du mal meinen Otter kennenlernen? Und sagt Alf ja gerne. Und Stasa wohnte an so einem See und dann ist er an das Ufer gegangen und hat dort auf den Boden gepocht und dann kam nach kurzer Zeit so ein Otter angewackelt. Und das war Stasas Otter, mit dem, den hat er gestreichelt, mit dem hat er geschmust und alles. Und der ist irgendwann gestorben und dann hat Stasa den Körper gegessen in Andenken an das Tier. Das war sein Tier. Und das ist sogar so, dass die innerirdischen... Also dass diese Tiere, die zu den Reptus eine enge Verbindung aufgenommen haben, wenn sie sterben, zu dem Haus desjenigen kommen, der mit ihnen diese Beziehung aufgebaut hat und legen sich dorthin, um zu sterben. Das heißt, sie schenken denen ihren Körper und der wird dann auch gegessen. Das ist das Fleischessen der Reptus in der Erde. Kann man daraus schließen, dass sie sehr wenig Fleisch essen? Ja. Aber es kann natürlich sein, dass einer zu mehreren Tieren ein Verhältnis hat, der wird wahrscheinlich mehr Fleisch essen als ein anderer, der nur zu allen Tieren ein Verhältnis hat. Wie essen Sie das Fleisch? Bitte? Oder hat Alf nie nachgefragt? Weiß ich nicht. Ich habe aber jetzt, ja? Also sie essen in erster Linie roh, aber sie kochen auch hin und wieder. Also sie essen nicht nur roh. Manchmal erwärmen sie es auch nur. Also sie sagen am besten so natürlich wie möglich. Ich habe jetzt noch... noch eine Frage zu dem Thema. Sind Sie dann eher Veganer? Also da gibt es ja gar keine Tierzucht wahrscheinlich. Nein, Tierzucht gibt es nicht, aber wenn bei Ihnen in der Umgebung irgendein Tier ist, das Junge hat und das Ihnen freiwillig Milch gibt, trinken die auch. Aber sie züchten nicht Tiere, um Milch von denen zu halten. Also sie sind jetzt nicht vegan in unserem Sinne. Ja. Ich habe hier noch 3 Themen, die mir ganz wichtig sind und
Deswegen möchte ich jetzt mal ganz klein ein bisschen davon weggehen, da können wir vielleicht zum Schluss nochmal auf Fragen weiter eingehen. Da ist gestern das Thema gefallen, Putin. Und ja, ob der anders ist als also unsere Regierung, dazu komme ich zu einem Thema. Da lasse ich am besten Alf sprechen. Ich habe mir das extra rausgesucht, weil ich kann es vielleicht gar nicht so gut erklären, wie das hier im Buch erklärt ist. Und da geht es um das Thema Saint-Germain. Hat ganz viel damit zu tun. Alf fragt, er hatte einige Fragen an den Imperator des Molerordens und fragte ihn: Ich möchte mehr wissen über den Grafen Saint-Germain, sprach ich ihn an. Ich kann mir nicht vorstellen, dass alles, was über ihn im Internet existiert, richtig ist. Und vor allem die Channelings, die es dort alle von ihm gibt, sind mir sehr suspekt teilweise. Meiner Ansicht nach hat er etwas mit der deutschen Volksseele zu tun, denn er nennt sich nicht umsonst der Heilige Deutsche. Der Imperator schaute mich sehr verblüfft an. Nach einer kurzen Pause antwortete er mir: Du hast wie immer einen äußerst guten Instinkt. Vor dir kann man kaum etwas verheimlichen, wenn du dich für etwas interessierst. Und deshalb bekommst du jetzt von mir eine ganz ehrliche Antwort. Ja, das siehst du richtig. Jedes Volk hat seinen Heiligen, der für die jeweilige Volksseele steht. Und dabei handelt es sich nicht um irgendeinen Engel oder eine von der Kirche heilig gesprochene Seele, wie man vermuten könnte, sondern um einen ganz normalen, noch lebenden Menschen, der, wenn er als Zählteil seines Landes auftritt, die Energie der entsprechenden Volksseele aufnimmt. Es gibt diese Saints schon sehr lange und sie waren stets Berater der Regierenden, egal ob es Fürsten, Könige oder gewählte Herrscher waren. Die früheren Herrscher wussten, wenn sie etwas machten, das sich völlig gegen die Volksseele wendet, dass irgendwann das Volk gegen sie aufstehen wird. Und so war es auch. Diejenigen, die am längsten die Geschicke eines Volkes leiteten, waren diejenigen, die den Rat ihres Saints am stärksten beachteten. Diese Herrscher wurden in der Regel als sehr weise angesehen. Warum, fragt nun Alf, wurde dann aber nur der deutsche Saint öffentlich so bekannt und kein italienischer, spanischer oder wo sonst noch überall Saints existieren? Das lag daran, dass im 18. Jahrhundert einmal ein deutscher Saint existierte, dessen Ernennung ein Fehler war. Der damalige Saint-Germain benutzte diesen Titel nicht, um zu beraten, sondern um damit aufzuschneiden. Er war im Grunde ein sehr weiser Mann. Doch irgendwie stieg ihm diese Aufgabe zu Kopf und er fühlte sich als etwas Besseres. Er protzte mit diesem Titel, spielte unter diesem Titel eine große Rolle in der internationalen Gesellschaft und hielt sich teilweise mehr im Ausland auf als in Deutschland. Sein Geburtsname war Welden. Er benutzte auch schon mal die englische Version Weldon. Der Titel Graf, den Titel Graf setzte er sich selber davor und er spielte an Europas Königshöfen eine sehr glaubhafte Rolle. Als man ihn als Deutsch-Zent absetzte und einen anderen berief, nutzte er diese Bezeichnung jedoch weiter. Etwa ein Jahrhundert später ließ ein deutscher Zent noch einmal verlauten, wer er ist. Das war aber nur ein Ausrutscher. Und daraus entspann sich dann das Gerücht, dass Saint-Germain unsterblich sei. Im Grunde ist er es auch. Doch nicht so, wie die Menschen denken. Es steckt halt immer eine andere Person dahinter, weil diese Aufgabe immer weitergegeben wird. Es gibt auch heute noch einen Saint-Germain, ich kann dir versichern, der ist ein ganz bodenständiger Bauer. Leider ist es heute so, dass der Rat des Saint-Germain nicht mehr angenommen wird. Schröder nahm ihn noch teilweise an, aber Frau Merkel wollte davon gar nichts mehr wissen und lehnte die deutsche Volksseele ab. Am liebsten würde sie sie auslöschen. Deshalb ist ihre Politik derartig gegen die deutsche Volksseele gerichtet. Wie sieht es da in anderen Ländern aus? Hören andere Regierungschefs noch auf ihren Saint, wollte ich wissen? Das ist sehr unterschiedlich. Putin zum Beispiel hört auf den russischen Saint. Ihm ist es sehr wichtig, nicht gegen die russische Volksseele zu handeln. Auch die ungarische Regierung hat für den Saint noch ein offenes Ohr und einige andere, vor allem südamerikanische Regierungen. Aber alle Regierungen, die ganz klar für die eine Weltregierung einstehen wollen, den Rat ihrer sonst nicht mehr. Die Volksseelen sollen ja nicht mehr existieren. Man will damit alle Menschen entwurzeln.
In den USA gibt es zum Beispiel keinen Cent, weil die USA keine eigenständige Volksseele hat. Es sind ja viele Völker dort gemischt und für wessen Volksseele sollte dort ein Cent wohl eintreten? Dieses Muster der gemischten Völker soll auf Europa übertragen werden. Da wird noch einiges auf uns zukommen. Und das war 2005, als er das sagte. Ja. Ich weiß, dass ich über das, was du mir eben gesagt hast, nicht offen sprechen darf. Das Mola-Gelübde hält mich davon ab. Wie wäre es, wenn Mola aufgelöst wird? Das war dann die erste Frage. Dürfte ich dann darüber sprechen oder gar schreiben? Falls der Mola-Orden aufgelöst wird, bist du ja von deiner Schweigepflicht entbunden. Also deswegen durfte Alf das nehmen. Also es war jetzt so ein Auszug aus Buch 2. Also, Saint-Germain ist eigentlich eine Energie. Auch, ich sagte eben, das sind diese Energien. Das ist die Energie der deutschen Volksseele. Und deutschsprachig ist auch Österreich. Ja? Und das waren, die Saints waren früher die Berater der Regierungen. Und die weisesten Herrscher waren die, die auf ihre Saints gehört haben. Heute, also mich hat das nicht sehr erstaunt, als ich das jetzt vor kurzem gelesen habe. Das habe ich ja erst von einem guten halben Jahr wieder geschrieben. Und als ich dann hörte, der russische und der ungarische hören noch auf ihren Saint, da wundert mich gar nichts mehr. Also es wird viel Saint-Germain gechannelt. Kann sein, dass die einfach diese Energie channeln, keine Ahnung. Es kann aber auch sein, dass sich irgendwelche Wesenheiten dafür ausgeben. Das weiß ich nicht. Aber was damit zu tun hat, ist die eigentliche Volksseele, die ja heute völlig ausgelöscht werden soll. Das war ein Thema, das mir ganz wichtig war. Ich finde das sehr wichtig, gerade in unserer heutigen Zeit. Das erklärt ganz viel, warum heute alles vermischt werden soll. Das zweite ist das Thema Inkarnation und wie gehen wir bewusst in andere Inkarnationen. Alf wurde mal gefragt, ob er sich taufen lassen möchte. Und einfach bloß nicht, was soll ich denn da? Das war eine ganz heftige Abwehrreaktion. Da haben die gesagt, wir meinen nicht die Taufe der Kirche, wir meinen eine Johannes-Initiation. Und das ist was ganz völlig anderes. Jesus hat sich auch taufen lassen von einem Johannes. Und er erfuhr dann, Johannes ist der eigentliche Name für einen Täufer. Das war ursprünglich kein Name, sondern die Bezeichnung für einen Täufer. Getauft haben, hat immer ein Johannes. Und die Taufe hatte eine völlig andere Bedeutung. Man hat, also wenn so ein Kind anfängt zu Mann oder zu Frau zu werden und sich richtig so dessen bewusst wird, auch seiner Lebensaufgabe bewusst wird, wurde diesem Kind, diesem Jugendlichen, jemand an die Seite gestellt, der für ihn ein Mentor war. Und ihn beraten hat, mit ihm Gespräche führen konnte. Das konnte ein Elternteil sein, aber meistens war das so ein Johannes aus dem Dorf. Und dann hat er über längere Zeit immer mit ihm Gespräche geführt und versucht auch das zu wecken, was damit das Kind so auf seine Seelen, auf die Aufgabe kommt, die sich die Seele vorgenommen hat und so weiter. Und zum Abschluss dieser Begleitung war die Taufe eigentlich eine Aufnahme in die Welt der Erwachsenen, so war das zu sehen. Und Alf hat gesagt, ja, was habe ich jetzt davon? Ich bin eigentlich ein Erwachsener. Und er sagt, das ist eigentlich so ein Ritual, um auch bewusst mit der Seele in das nächste Leben überzugehen. Und Alf hat dann eine Zeit lang auch mit einem Mentor entsprechende Gespräche geführt. Und zwar um dieses Thema herum. Und wir haben ja um unseren materiellen Körper herum das Astralfeld. Da habe ich gestern gesagt, da wird alles drin gespeichert. Das ist wie eine Festplatte. Jeder Gedanke von uns, alles was wir tun, wird dort gespeichert. Wir können Dinge wieder löschen, aber die sind nicht unwiderruflich gelöscht, sie sind nicht mehr für uns wegweisend. Ja? Und
dieses Astralfeld entspricht unserer Persönlichkeit, unserer heutigen Persönlichkeit. Und die Taufe führte auch dazu, dass man sich dessen ganz bewusst wird und dass man auch das steuern kann, dass man diese Persönlichkeit sogar mit ins nächste Leben nehmen kann. Also nicht nur nicht vergisst, was im vorigen Leben war, sondern dass man im nächsten Leben sogar die volle Persönlichkeit wieder werden kann. Es geht natürlich nur dann, wenn man sich entscheidet, als Mann wieder ein Mann zu werden. Wenn man sich plötzlich als Mann eine Frau im nächsten Leben, die Erfahrung einer Frau mal machen will, wäre es eine Katastrophe, wenn man die männliche Persönlichkeit mitnimmt. Dann wandert diese Information, dann löst man das Astralfeld auf, wenn die Seele nicht mehr aus dem Körper ist, wird das Astralfeld so langsam aufgelöst und das Wissen geht in andere Bereiche, in unser Mentalfeld über. Und ich kann aber, wie gesagt, auch entscheiden, ich will als die Persönlichkeit, die ich jetzt bin, ich bin so weit gekommen, ich finde das so gut, ich möchte mit der Persönlichkeit weitermachen, wo ich hier in dem Leben aufgehört habe. Und dann muss ich als Frau wieder inkarnieren und dann kann ich diese ganzen Speicherungen aus dem Astralfeld so mitnehmen, wie sie sind. Das ist eine ganz bewusste Entscheidung und dazu gehört auch, so zu sterben, wie das zum Beispiel, wie ich das vorhin erklärt habe, wie das der Imperator da gemacht hat. Ja? Die meisten sind römisch-katholisch getauft. Bei der Taufe wird genau das Gegenteil gemacht, dass wir vergessen, dass wir gar nicht mehr an dieses Wissen kommen. Also es passiert genau das Gegenteil eigentlich. Und durch was ist das das Weihwasser oder die Sätze, die aussprechen? Oder ja, das ist alles dazu ausgerichtet, dass die Chakren zu schließen. Also Scheitelchakra und Stirnchakra werden geschlossen dabei. Ja, deswegen taufen die Babys ganz besonders gern. Ja. Ja. Und mit dem Kreuz wird es quasi verschlossen. Ja. Wie kann man es ändern? Wenn das einmal verschlossen war, wenn man getauft ist, ja. Man kann das durch Bewusstsein ändern. Ja. Also solange man glaubt an das, was die Kirche alle sagt, wird sich da nichts ändern. Dann bleibt das. Aber man kann. Durch Bewusstsein kann man alles löschen. Ja? Aber die Kirche ist sich dessen bewusst, was da drin ist. Ja, natürlich. Also, nein, ich würde sagen, der kleine Priester weiß es nicht. Der macht das mit offenem Herzen. Alf hatte ganz viele Gespräche mit dem Frederik. Die sind auch in den Büchern teilweise drin. Der war evangelischer Priester. Und der war ganz erschrocken, als er diese Dinge alle erfahren hat. Der hat das wirklich mit vollem Herzen gemacht und hat gedacht, er tut was Gutes. Obwohl die Evangelischen ja später erst taufen. Ja. Also, wir können also jetzt unser nächstes Leben vorbereiten und völlig bewusst ins nächste Leben übergehen. Ich habe Alf gefragt, ob er als seine Persönlichkeit mitnimmt, ob er sich dazu entschieden hat. Er hat zu mir gesagt, nein. Das ist auch eine bewusste Entscheidung, weil er im nächsten Leben auf Achille inkarnieren will und da will er ganz neu anfangen, mit einer ganz neuen Persönlichkeit. Das ist aber eine bewusste Entscheidung. Er kommt trotzdem an seine Erinnerungen ran von dieser Inkarnation. Es sind also zwei verschiedene Sachen. Entweder ich fange ganz neu an, eines ist nicht besser als das andere, oder ich sage, so, ich bin im Augenblick so weit mit meiner Persönlichkeit, ich will das so mitnehmen. Ich habe eine Frage, ist das Wissen dann von Anfang an da oder kommt das dann erst später mal mehr? Es ist nicht, ein Baby hat dieses Bewusstsein nicht, aber das kommt so nach und nach dann. Ja, aber es ist schon sehr früh. Was, so schon? Ja, manche Dreijährige wissen dann schon bedingt Dinge. Nicht alles, das ist nicht auf alle. Aber wenn man an irgendwelche Dinge denkt, kommt das dann halt. Ja? Wie ist es dann, also zum Beispiel im Fall von Alf, ja. Sie sagen, er ist hier, ja. Aber er will inkarniert werden auf einem anderen Planeten. Wie ist es dann jetzt? Also ist nur energetisch hier ohne Körper? Ja, ja, der ist energetisch hier. Und er hat mir gesagt, er hat seine
Astralfeld noch nicht aufgelöst. Und es war von ihm jetzt eine bewusste Entscheidung, ja, noch, jetzt sagen wir mal, zu unterstützen, mir zu sagen, ja, genau. Ich bin da auch sehr froh drum. Ja, ja. Ich habe seine Tagebücher ja und schreibe die ab. Und ganz oft kommen da Dinge vor, wo ich gar nicht mehr weiß, worauf er sich bezieht. Und dann kann ich dazu was schreiben, weil ich von ihm die Antwort bekomme, frage ich ihn. Oder manchmal verstehe ich einfach ein Wort nicht, weil ich es nicht lesen kann, weil es unleserlich ist. Und dann, wenn es ein wichtiges ist, dann kriege ich die Information von ihm. Also ich kommuniziere mit ihm ständig. Ja. Und jetzt war es so, dass er jetzt hier ist? Da hat er sich bewusst zu entschieden, genau, mich zu unterstützen, die Bücher noch rauszugeben. Und dann eben bewusst die Entscheidungen. Okay. Ja, genau. Danach wird er sein Astralfeld auflösen und wird sich auf eine neue Inkarnation vorbereiten. Ja. Das sind ganz bewusste Entscheidungen. Und so die alten Mystiker, die wussten das alles auch noch. Das wurde von Generation zu Generation auch weitergegeben dort. Aber eben die meisten Menschen haben überhaupt keine Ahnung, was sie machen lassen, wenn sie sich taufen lassen. Ja? Ja, die Wissenschaft hat ja heute schon nachgewiesen, dass die Erinnerungen nicht im Gehirn sitzen, sondern dass die auf der zellularen Ebene ebenfalls abgespeichert werden. Das heißt, bis zu 3 Generationen weit werden Erinnerungen mitgenommen oder mitgegeben. Ja. Und man kann die heute auch abrufen. Das ist ein gutes Stichwort zu meinem nächsten Thema, was mir wichtig war. Wir haben 3 verschiedene Möglichkeiten, an Wissen zu kommen. Einmal die körperliche Ebene, das ist unsere, also das, die innerirdischen reden davon Blutseele, das ist das Wissen unserer Ahnen und das ist in allen Zellen gespeichert bei uns. Das ist das, was die festgestellt haben. Wir haben aber noch 2 andere. Das ist also das Wissen unserer Ahnen. Wir können zwar unsere eigene Ahnen gewesen sein, aber es können eben auch das Wissen von anderen Personen gewesen sein, die vor uns waren. Die 2. Möglichkeit, an Wissen heranzukommen, ist eben dieses Astralfeld, was uns umgibt. Da sind alle Inkarnationen von uns drin gespeichert. Und wir können da wieder drankommen, wenn, je wacher wir werden. Also ich kann inzwischen schon an einige Inkarnationen von mir kommen. Nicht so viel. Ülö sagte mal zu Alf, er kommt an tausende von Inkarnationen, wenn er es will. Es ist nicht ständig da, sondern wenn er sich auf irgendwas konzentriert. Ja? Und die 3. Möglichkeit ist das göttliche Geistfeld, in das wir wieder reinkommen, wenn wir hier in die Mitte kommen. Und das ist das, was als Akasha-Feld bezeichnet wird oft. Also wir haben verschiedene Felder und es gibt noch eine weitere Möglichkeit, das ist das Morpho-Feld. Morpho-Feld und Akasha-Feld wird oft in einen Topf geschmissen. Ist es aber nicht. Das sind 2 völlig unterschiedliche Dinge. Das Morphofeld der Erde besteht aus verschiedenen Feldern. Einmal die morphogenetischen Felder, die Genesis machen, und dann die morphischen Felder, die Informationen weitergeben. Und Informationen aus dem Morphofeld erhält man in erster Linie über Bilder. Das ist das, was haben wir gestern darüber gesprochen, auch Bildgestaltung und so weiter. Also da ist alles. Da bekommt man alles über Bilder. Man sieht auch, wenn man ins Morphofeld schaut, Bilder. Und Akasha-Feld ist ein reines Geistfeld und da bekommt man Ideen, Einfälle. Also so Gedankenblitze und solche Dinge alle. Und die Verbindung haben wir eigentlich auch. Und die wird immer stärker, je mehr wir in unsere Mitte kommen. Das heißt, wir haben ganz viele verschiedene Möglichkeiten, an Wissen heranzukommen. Die Innerirdischen sagen, eigentlich bräuchten wir keine Bücher zu schreiben, die schreiben keine Bücher. Es sei denn, irgendwelche Geschichten, aber die erzählen sie lieber. Ja. Das waren so die Themen, die mir jetzt ganz wichtig waren, die ich noch loswerden wollte. Ja. Jetzt beantworte ich gerne wieder Fragen. Gibt es da eine Beziehung zu der Palmblatt-Bibliothek? Also die Palmblatt-Bibliothek ist eine Sache von uns, damit wurden alte Dinge bewahrt. Also das alte Wissen bewahrt, aber die Innerirdischen brauchen das nicht, weil die ja über ihre, die haben ja ihre Anbindung an alle Möglichkeiten, wo sie an Wissen rankommen. Bei uns ist die Palmblatt-Bibliothek, die wird in dem Augenblick geschrieben, wo man dort erscheint.
Und das sind, ist eine Voraussage, die stimmen kann, aber nicht zwangsläufig stimmen muss, weil das ist eine Momentaufnahme. Ja, und ich kann mich ja jederzeit ändern. Das ist nicht da drin. Es kann eine Hilfe sein, sicherlich, deswegen haben die das auch gemacht, aber jemand, der wieder an so sein inneres Wissen kommt, das kann keine Momentaufnahme sein, weil man ja in die Vergangenheit aufgehört. Ja, das weiß man. Ja, die Vergangenheit kann man ja lesen, die ist ja gespeichert. Ja. Unsere Vergangenheit ist ja gespeichert, unsere Zukunft noch nicht. Ja. Weil es ist bei uns, also wir sind keine Marionetten, wo irgendein Weg vorgeschrieben ist. Ja? Wie kommen die Leute aus dem Orden an Informationen? Vorhin, wo du erzählt hast, dass der Saint-Germain mit Merkel zum Beispiel nichts ausrichten kann. Woher weiß dann der Orden, dass dieser Saint-Germain... Ja, weil der Imperator irgendwie damit zu tun hatte, diesen Saint-Germain auszusuchen. Also den, der das übernimmt, der dazu in der Lage ist, in diese Energie einzusteigen. Das muss jemand sein, der das kann. Und der gehörte mit zu dem Kreis, die den finden. Man muss den ja finden. Ja, keine Ahnung. Also die Seelensignatur. In die Innerischen reden von der Seelensignatur. Und manche Menschen... Von uns können das auch, die Aurasichtigen zum Beispiel, können die ja auch sehen. Ja? Und die können daraus entnehmen, der ist dazu geeignet, das zu tun. Denn wenn die über Jahrtausende Dinge gesammelt haben, die müssen ja Zugang haben zu Informationen. Ja. Und ich denke mal, da sind auch viele Hellsichtige dabei, die Informationen so anzapfen können. Ja, aber die hatten auch ganz einfach Archive. Wo ganz viele alte Schriften auch gesammelt wurden und so. Sind noch ehemalige Mola-Orden-Mitglieder aktiv, die sich wehren sind? Oder also ich habe keinen Kontakt mehr, weil der Frederik mit dem Alf viel Kontakt hatte, leider nach Südamerika gegangen ist. Und die Doye, mit der ich Kontakt hatte, die war eine Mongolin, die ist inzwischen bei ihren Eltern in der Wüste Gobi. Und dort kein Telefon oder sonst irgendwas, dadurch ist der Kontakt auch abgebrochen. Aber ansonsten habe ich keinen Kontakt zu anderen Mola-Mitgliedern. Ja? Jetzt haben Sie gesagt, der Mola-Orden ist ja aufgelöst worden. Ja? Es gibt jetzt nicht nur das geistige Wissen, was die zurückgelassen haben, da waren ja sicher Immobilien und Werte da. Wie sind die auch? Ja, die sind verteilt worden, die Werte. Die sind irgendwelchen Organisationen gegeben worden oder so. Also die Werte sind verteilt worden. In Amerika hat man daraus zum Beispiel ein Ökodorf gebaut. Irgendwo. Aber ich weiß, in Deutschland, ich habe da keinen Überblick jetzt, wo das alles gewandt. Aber das Geld wurde verteilt. Da war um die ganze Welt. Ja. So, weitere Fragen? Ja? Ist das denn ersichtlich, dass das auch Auswirkungen hat auf die negativen Orden? Denn deswegen ist er ja aufgelöst worden. Es sollte ja, dieses Gleichgewicht sollte ja da nicht mehr stattfinden, bestehen bleiben. Deswegen wurde der Mola ja aufgelöst, um diese schwarzen oder dunklen Orden halt nicht noch zu... Ja, das war nicht der Hauptgrund, aber es war ein Grund. Ja. Der Hauptgrund war, dass das Wissen unter die Menschen kommt. Ja. Aber das war mit ein Grund. Inwieweit da jetzt was passiert ist, ich habe ja keinen Zugang mehr da. Na, aber das war ja, die Auflösung war ja, glaube ich, 2005 und ist dann noch eine Zeit. Also die Orden, diese dunklen Orden existieren weiter und die haben auch unsere Regierung noch massiv in Griff. Inwieweit das Einfluss hatte, kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Ich wurde dann darauf gebeten, nochmal was zum Thema Musik zu sagen.
Ja, die Innerirdischen feiern wirklich richtig viel und musizieren richtig viel. Alf hat mal gesagt, bei uns gehen die Leute auch deswegen gerne in die Städte, weil dort ein sehr großes kulturelles Angebot ist, was auf den Dörfern nicht so der Fall ist. Und dann sagen sie, haben die Innerirdischen gesagt, bei uns gibt es in jedem Dorf hervorragende Sänger und hervorragende Musiker. Wir brauchen nicht Einzelne hochzupuschen, weil wir das überall haben. Weil die Leute ja die werden ja gefördert und können alle ihre Fähigkeiten ausleben. Und für die ist Musik extrem wichtig. Sie bauen auch Instrumente, ähnlich wie wir. Blechinstrumente haben sie nicht, weil sie eben kein Blech aus der Erde holen. Aber dafür haben sie andere, die ähnlich sind. Also sie machen ganz viele Holzblasinstrumente, verschiedene. Also Holz wird schon bearbeitet und geschnitzt. Ja, schon. Aber wenn sie kein Metall benutzen, was für Instrumente haben sie denn dann, um Instrumente herzustellen oder Messer zum Essen? Zum Gemüseschneiden oder so? Also die haben Keramikmesser und Holz. Die benutzen ihr Besteck aus Holz. Ja, und da sind die sehr kunstfertig, was das Herstellen von Holzbesteck anbetrifft. Die Häuser auch aus Holz wahrscheinlich, oder? Unterschiedlich. Oder also Alf hat mir gesagt, du kannst dir alles, was du dir vorstellen kannst, was aus der Natur kommt, existiert dort. Also es gibt Holzhäuser, es gibt Lehmhäuser, es gibt höhlenartige Häuser, es gibt gewachsene Häuser durch Bäume, es gibt fast alles. Ja. Eine Frage zu Frau Ferke. Ist die für die Volksseele nicht zugänglich? Nein, überhaupt nicht. Weil sie ferngesteuert ist oder weil sie einfach nicht zum Volk gehört? Das weiß ich jetzt nicht. Da hat Alf nicht nachgefragt, das weiß ich nicht, warum die nicht zugänglich ist. Ja, ich wollte aber zum Thema Musik noch, du weißt noch nicht ganz fertig mit, Frequenzen sind unglaublich wichtig. Und unsere Musik wird heute auch ganz bewusst in eine bestimmte Richtung geführt, die uns auch niederhält. Und auch darum wissen die, man kann mit Musik sogar heilen, alles. Also Musik ist enorm wichtig und deswegen ist den Innerirdischen auch die Musik so extrem wichtig. Wenn ich an das Thema Musik denke, komme ich manchmal ins Schwärmen, weil ich weite das aus auf unser ganzes Universum. Also jeder Planet hat einen Ton. Ja? Und den haben sie übrigens nur, weil sie hohl sind. Sonst könnten sie keinen Ton haben. Und wenn man unser Universum betrachten würde, wäre das ein riesengroßes Orchester. Und ich würde gern dieses Orchester mal hören. Ja. Ja. Sie hatten gestern versprochen, noch von Achele zu berichten. Achele, ja. Ich hab gesagt, es ist eigentlich ähnlich wie in Innererde. Ja, die leben... im Grunde, ja, die Gesellschaft ist ähnlich. Alle vedischen wissenden Gesellschaften leben in der Natur, mit der Natur und sehen den Menschen als Individualisten, nicht als Kollektiv, sondern wirklich als Individualisten, der im geistigen Bereich mit allen verbunden ist und dadurch deswegen kein Kollektiv benötigt, also diese pyramidale Struktur. Es gibt ein paar Unterschiede, also das ist eine Mentalitätssache. Die Friel haben eine unglaubliche Leichtigkeit. Alf hat gesagt, bei ihnen ist alles sehr bunt. Und sie schwelgen in Farben. Da sind wir weit von entfernt. Und die Ochais, mit denen die Erde zu tun hatte, leben zwar auch vedisch, aber die leben zum Beispiel viel, viel spartanischer als die. Aber es ist auch da eine Mentalitätssache. Sie leben ganz viel in Höhlen, einfach in natürlichen Höhlen. Die haben sehr viele Höhlen auf ihrem Planeten.
Und die leben in erster Linie in Höhlen. Die bauen fast gar keine Häuser. Und sind auch so von ihrer Art einfacher gekleidet, so aus Naturfasern einfach so ein Kaftan und auch zwar schön bestickt und so, aber nicht so schillernd. Mehr nur so Naturfarben und sowas alles. Das ist alles, aber es ist eine reine Mentalitätssache. Das eine kann sehr schön sein und das andere kann sehr schön sein. Es muss ja auch eine Wasserversorgung geben und auch eine Abwassersituation. Also Wasserversorgung, jeder Landsitz, sie leben auf Landsitzen in Innererde, hat einen eigenen Brunnen und das ist ihre Wasserversorgung. Also die haben keine Leitungen ins Haus. Und sie haben Komposttoiletten, weil sie sagen, das, was wir ausscheiden, müssen wir dem Boden zurückgeben. Und wir geben mit unserer Ausscheidung der Natur, die uns umgibt, Informationen. Das ist ganz wichtig. Und die Natur kann sich über die Informationen, die sie bekommt, auf uns einstellen. Und der für uns genau die richtigen Inhaltsstoffe produzieren. Da habe ich ein gutes Beispiel. Belür und Mara, die eigentlich ja von Achele kommen, haben aber in der Erde einen Landsitz, weil sie als Botschafter von Achele sehr viel dort unten sind. Und Alf war mal auf ihrem Landsitz und dann sagte Belür, so, ich zeig dir oder ich lass dich mal was specken. Und sagt, das Beet mit Karotten ist meins und das Beet mit Karotten ist Maras. Und dann sagte, die Samen sind am gleichen Tag gesät worden, sind auch aus die gleichen Samen. Und aber bei dem einen, das eine hat die Information von Mara bekommen, einfach über den Urin oder über, weil sie da barfuß über den Schweiß ihre Informationen abgibt. Und das andere hat meine Informationen bekommen. Und dann hat er aus beiden Beeten jeweils eine Karotte rausgezogen und hat zum Alf gesagt, so, und jetzt darfst du die probieren. Die haben völlig unterschiedlich geschmeckt. Ja, weil er sagt, ja, diese Karotte hat sich auf mich eingestellt und diese Karotte hat sich auf Mara eingestellt. Also die essen wirklich das, was für sie persönlich gewachsen ist. Und die sagen zum Beispiel, in der Stadt ist sowas überhaupt nicht möglich. Man gibt so zusammen auch einspeichern, dass noch mehr Informationen machen die, wie es Anastasia beschreibt, ja, sie, bevor sie den Samen in die Erde geben, speichern sie, haben sie den eine Zeit lang im Mund, damit der die Informationen aufnimmt von ihnen. Und ganz auf banale Frage ist, wie schaffen es jetzt über so lange Zeit, dieses System so beizuhalten, dass sie nicht sagen, ich leite jetzt dann Wasser ins Haus rein, weil es bequemer ist, sie lassen es so, wie es ist und sie schaffen sie es so zu belassen. Und es kommt nicht der Gedanke auf, es wäre einfacher, das Wasser dann drinnen zu haben, sondern ich hole es halt von draußen. Und jetzt ist allerdings in Innererde auch, die haben einen Vorteil gegen uns, das Klima ist etwas ausgeglichener. Mhm. Es ist nicht so, es wird nicht so kalt, es sei denn, man ist oben im Bereich der Pole. Mhm. Aber die haben auch, ist auch ein Thema, auch ein Bereich zum Thema Technik, die benutzen keine Heizungen, weil sie sagen, wenn wir die Wohnungen heizen, verliert unser Körper die Fähigkeit, sich auf kalte Temperaturen einzustellen. Aber die haben wir verloren. Ja, aber sie behalten es halt, wenn ich so drückgehe, Oma, Opa, die haben ja auch ähnlich so gelebt, ja, mit WC draußen, mit dem draußen, nur es hat sich halt verändert. Es war ja auch da, nur die schaffen es, dass sie es so beibehalten und nicht verändern, oder? Ja. Also denen macht es nichts aus, nackt morgens rauszugehen. Die gehen nackt morgens durch den Garten und stellen sich dann da unter die kalte Dusche. Das macht denen nichts aus. Und sie wollen doch nicht sein. Die sind es einfach gewöhnt. Ja. Es liegt wahrscheinlich daran, dass wenn man wirklich in Kontakt mit seiner Umwelt und der Natur ist, man nicht das Bedürfnis nach Komfort hat. Es ist ja schon das Höchste. Also wirst du das in der Erinnerung mehr. Ja. Ja. Wie sehen die Menschen in Innererde den Begriff Entwicklung? Weil wenn man das so hört, das ist ja ein Zustand, der großes Glück innehat, der aber, was die äußeren Umstände betrifft, etwas einfriert, eine Situation. Auf der anderen Seite kann es ja durch äußere Einflüsse, unsere Sonne verändert, unser Sonnensystem zurzeit,
die Frequenz steigt, die Schumann-Frequenz auf der Erde, es kommt mehr Energieeinstrahlung aus dem Zentralbereich unserer Galaxie. Das sind ja alles Initiatoren für eine Veränderung. Ja. Und die in Innererde scheinen so quasi glücklich in ihrer Blase zu leben. Nein. Die sagen im Gegenteil, die sagen, dass sich so viel verändert, hängt mit uns zusammen. Also die Bücher von Dieter Bolz zum Beispiel, der ja sagt, dass die Sonne eine stärkere Aktivität hat und so weiter, die sind sehr gut. Aber er vergisst ein Teil, dass wir nämlich dazu beitragen. Also die Sonne steht nicht einsam da, sondern wir stehen in Interaktion ständig mit der Sonne. Und je mehr Menschen erwachen, umso größer wird die Aktivität dort. Und dann gibt das wieder einen Impuls nach unten. Aber sagen die von Innererde, wo sie sich noch hinentwickeln wollen? Die haben ja schon so einen Zustand, wo wir Menschen eigentlich jetzt wieder hinwollen, dieses friedliche Zusammensein. Ja, die sind ja auch erst wieder dahin gekommen. Die waren ja genauso gefallen wie wir. Und die sagen, ja, das Ziel ist, andere Planeten zu gestalten, zum Beispiel zu beleben. Wir könnten unseren eigenen Planeten schöpfen und so weiter. Wir könnten den gestalten mit unseren Vorstellungen. Und dafür wollen Sie aber dann auch Innererde verlassen, oder ist es dann nicht notwendig mit zum Beispiel Raumschiffen oder so in der Richtung? Also sie brauchen keine Raumschiffe, nicht alle schaffen das inzwischen wieder, aber einige schaffen das schon, sich so zu teleportieren von einem Planeten auf den anderen. Ja, sie sagen dann, nein, ein Beispiel ist einfach zu sagen, es gibt dann Menschen, die sagen so, wir schaffen uns einen neuen Planeten und inkarnieren dort dann neu. Also es wäre eine Möglichkeit. Die sagen, und das Universum ist unendlich. Da kann man unendlich viel auch tun. Man kann völlig andere Welten erschaffen, als wir hier haben. Ja? Das ist nicht die logische Entwicklung, dass wir irgendwann aus der Materie rausgehen und wieder in reine Bewusstseinszustände oder reine Energie? Können wir, wenn wir wollen. Das ist eine Entscheidung von uns. Ja. Zu sagen, wir werden wieder reine Energiewesen. Ja. Ja? Was machen Sie in der Innenerde mit den verstorbenen Überresten, also mit dem Körper? Der Körper wird so vergraben, wie er ist, im Leinsack. Und darauf wird meistens ein Baum gepflanzt. Der nährt dann den Baum. Und das machen sie für ihre Nachkommen. Die können dann dort am Baum mit dem Verstorbenen kommunizieren. Die sagen, Friedhöfe ist was ganz Schlimmes, was wir machen. Ja? Ja? Wie man es bezeichnet. Ja, das ist ein Fehldenken, weil nämlich unsere Festplatte das bestimmt, die wir vorher geschrieben haben. Nach der müssen wir inkarnieren. Es sei denn, wir sind wirklich frei von allem, was da an Negativen drauf ist. Dann können aber das mache ich dann jetzt. Ich möchte immer, also ich kann mir jetzt meine nächste Inkarnation vorstellen dann. Und also man sucht sich jetzt quasi schon aus, welche. Ja, genau. Wenn man quasi ein reines Leben hat, dann kann man auch eher in der Mitte sein und sich dann mehr entscheiden. Ja, genau. Man kann sich das jetzt aussuchen, ja. Und die Fantasie des Menschen ist doch unbegrenzt. Was wir machen, ist wirklich unbegrenzt. Wir können unglaubliche Dinge machen. Ja. Ja? Ist das versunkene Atlantis in der Erde? Nein. Was ist das? Atlantis war eine ganz haarige Sache. Unsere letzte Sintflut ist durch Atlantis entstanden. Die haben dort mit Energien gespielt, die sie nicht im Griff hatten. Also dieser
Atlantis ist tatsächlich untergegangen und es hat riesen Sintflut gegeben. Die letzte Sintflut, die in der Bibel beschrieben ist, ist durch Atlantis entstanden. Und wo ist es gelegen? Im Atlantik. Kannst du ein bisschen was aus der Erfahrung halten mit dem Black Blue und mit dem fremden Black Blue? Die sind da mit Atlantis so stark zusammen. Du hast letztes Mal in Facebook auch was gepostet. Ja. Diesen Vortrag vom. Ja, ich finde den Vortrag super spannend, aber beschäftigt habe ich mich damit noch nicht. Ja, der hat festgestellt, dass also dieses Kuku ist, das sind so eine dunkle Flüssigkeit oder auch Steine, ne? Ja, aber es, was hier in erster Linie genau darum geht, es nämlich existiert, ist nicht von Mutter Erde. Das haben die festgestellt. Das ist fremde Information. Und das ist von den dunklen Außerirdischen hierher gekommen. Und damit halten die uns auch im Griff, sagt er. Und ich fand einfach, ich weiß dazu nichts, das war kein Thema bei uns. Und, aber ich fand den Vortrag unendlich spannend. Wie schreibt man das bitte? Black. Schwarz und G-O-O. Black Go. Also ich bin davon überzeugt, da ist viel dran. Ja. Und wir haben uns diese Vogel besorgt, die sie eingenommen, also sie wirken unheimlich stark auf den Text, also den Prozess. Unglaublich, wo es dann selbst Erfahrung steht. Ja, also ich denke, da hat jemand was richtig Gutes rausgefunden. Ja. Weil, und das meine ich auch mit dem, eigentlich haben die Dunklen verloren. Wir finden im Augenblick immer mehr raus. Wir kommen immer stärker an unser altes Wissen. Und es gibt unheimlich viele tolle Menschen, die ganz viele tolle Sachen finden. Ja. Und machen auch, ja. Ja, das ist jetzt ein Thema. Und zwar überhaupt, wie ist denn die Innererde überhaupt entstanden? Weil wir wissen, dass die meisten Planeten im Grunde wie Steine, ein Stein ist ja innen auch nicht hohl. Warum ist die Erde hohl oder ist es zu Stein? Alle anderen Planeten sind auch hohl. Sonst hätten sie keinen Ton. Das habe ich vorhin, ja, das habe ich auch. Das ist falsches Denken. Gehen wir vom Big Bang aus oder gehen wir von einer Kreation die sich materialisiert hat, vom Geistigen, die sich materialisiert hat. Aber wie kommt das Hohle zustande? Durch das Drehen. Ja, man muss sich einfach vorstellen, wenn man einen Eimer nimmt und da gibt man flüssige, heiße Masse rein und man rührt den das dreht eine Kugel, nicht einen Eimer, und dann dreht sich das, dann geht das alles nach außen, das Feste. Und innen bleibt frei. Das ist eigentlich eine ganz einfache Erklärung. Ob die stimmt, weiß ich nicht, aber das ist so meine Vorstellung. Ja? Ist nicht schwierig dann zu denken, wie die Plasmasonne reinkommt dann? Die haben, ja, das ist jetzt eine ganz andere, ich weiß nicht, ob das jetzt, ist da noch nicht drin, das kommt noch in einem der nächsten Bücher, aber die Plasmasonne wird von den Seraphim dort installiert. Also die entsteht nicht von selbst. War da vorher die Innenerde eigentlich besiedelt oder zuerst außen? Oder ist es war zu gleichen Zeiten, dass die Innerirdischen haben sich dann irgendwann abgeschottet. Weil also war früher eigentlich immer alles offen. Ja. Alles offen. Ja. Und ob man wählen können, wo man. Ja, genau. Es gab Menschen, die eben dieses gleichmäßige Licht, ständige Licht auch, die da gern gelebt haben. Es gab Menschen, die lieber außen lebten, in den Inseln extremeren Temperaturbereichen. Das ist aber eine Frage von der Physik ja eigentlich. Also wir Menschen auf der Erde, wir gehen ja Raubbau zum Beispiel das Erdöl, was abgepumpt wird. Hat das irgendeinen Einfluss auf die Innenerde? Müssen Sie die dadurch irgendwie schützen? Wenn da ständig so viel rausgeholt wird aus der Erde? Sie sagen, es ist natürlich, für Mutter Erde ist es ganz schlimm, dass wir die Sachen alle rausholen. Es hat keinen großen Einfluss auf Innererde, sagen wir mal so. Die, also sie betrauen, dass wir... Wir haben
unsere, oder die Materie unterliegt zwei Prinzipien. Das einmal ist das aufbauende Prinzip und das einmal das abbauende Prinzip. Und alles, was in der Erde ist, gehört zum abbauenden Prinzip. Das sollen wir der Erde nicht entnehmen. Das hat seine Funktion innerhalb dieses abbauenden Prinzips. Kompost ist zum Beispiel abbauendes Prinzip. Ja? Und der schöpferische Mensch unterliegt dem aufbauenden Prinzip, eigentlich. Eigentlich. Wir längst nicht mehr. Aber, und wir dürfen eigentlich der Erde nichts entnehmen. Das gilt übrigens auch für Kristalle, die Erde nicht freiwillig nach oben gibt. Ja? Wenn wir... Diese Kristalle haben ihre Funktion. Die sammeln, diese Kristalle haben ja eigentlich keine Eigenschwingung. Kristalle ist das stärkste, am stärksten materialisierte, was wir überhaupt haben. Und, aber Kristalle haben die Fähigkeit, Energien aufzunehmen, zu bündeln und weiterzugeben. Das ist deren Aufgabe. Und je nachdem, aus was die Kristalle bestehen, nehmen die bestimmte Energien auf und geben die weiter. Diese Funktion ist für das abbauende Prinzip im Prinzip enorm wichtig. Also da war es ganz hinten. Hat Alt irgendwas geschrieben, dass der Mond laut Theorie künstlich angelegt ist? Der Mond ist künstlich. Ja. Der hat mal einen natürlichen Mond, aber der ist künstlich. Und der Saturn mit seinen vielen Ringen, das sind die Kristalle anscheinend drinnen, die uns da sehr stark manipulieren. Der Mond, das verstärker gelten sollte. Sollte da irgendwas genauer, konkreteres? Da weiß ich nichts so. Ja. Ja. Und dann weiter waren da hinten noch Fragen? Oder dann jetzt hier? Ja. Ich würde fragen, ob Sie schon was davon gehört haben, dass das Salz auch negativ programmiert wurde. Da weiß ich nichts. Ja? Was trinken Sie eigentlich oder rauchen Sie irgend? Sachen in der Erde. Ich rauche nicht. In der Erde. Ja, das gibt's. Also die trinken in erster Linie Wasser, Quellwasser. Ja. Nur, also Elio bringt sich zum Beispiel sein eigenes Quellwasser mit, der würde unser Wasser nicht trinken. Okay. Ja. Aber jetzt ist so ein Slider. Ja, das ist so. Hat er gesagt, das ist so Apfelslider oder so Apfel, alkoholische, leichte Getränke? Gibt es? Es ist im Buch 3 oder im Buch 2 beschrieben. Aber die machen ein ganz leicht aus den Früchten, die sie dort haben, wir bezeichnen das als Moss oder Zitrin, so was einen ganz leichten Alkoholgehalt hat. Das ist der einzige Alkohol, den die trinken. Mhm. Aber es gibt, also Stasa raucht zum Beispiel Pfeife. Aber der raucht nicht Tabak oder der raucht alles möglichen Kräuter, die er trocknet. Also der raucht auch Salbei getrockneten oder Beifuß getrockneten oder was weiß ich. Also der benutzt die Kräuter auf eine andere Art und Weise. Gesunde Art. Ja, also es gibt es auch. Ja. Aber kann auch sein, dass sie Tabak rauchen, aber dass die wechseln, das ist nicht so, die sind nicht fixiert wie wir auf Tabak rauchen. Das hat auch teilweise eine geschmackliche, aber teilweise sagen die, es tut mir gut. Okay. Ja? Wie weit beeinflusst jetzt die äußere Atmosphäre die innere Atmosphäre? Ich nehme jetzt nur den Vergleich. Der Mars soll ja auch bewohnt gewesen sein und dort haben sie die Atmosphäre verloren. Ist dann die innere Bevölkerung auch betroffen davon, wenn so etwas Gravierendes passiert? Ja, natürlich, die bleiben nicht davon unbeeinflusst, wenn wir hier die Atmosphäre... Es ist ja Austausch nach außen. Es ist ein voller Austausch da, ja. Aber dadurch, dass Sie bei sich die Natur so natürlich wie möglich lassen, wird bei Ihnen eine ganze Menge auch wieder ausgerichtet. Aber Sie schaffen natürlich nicht das vollständig. Auch bei denen ist die Atmosphäre nicht mehr so, wie sie einmal war. Es ist anzunehmen, dass im Mars-Inneren eventuell noch Zivilisationen sind. Soweit ich weiß, sind die weg vom Mars. Aber ich möchte jetzt nicht beschwören. Dann war da, ja? Wie schaut es mit Krankheiten aus? Gibt es die, oder gibt es einen Abfall? Ja, also Krankheiten, so wie wir sie kennen, kennen die nicht, weil die wissen, jede Krankheit hat einen psychischen Hintergrund und die erkennen das ganz schnell, wenn da irgendwas passiert. Allerdings ein Beinbruch oder ein Armbruch oder sowas kommt auch vor. Ja, wer war da? Ja, also zum Öl,
wollte sagen, es kommt ja immer mehr heraus, also es wird immer mehr der Schleier der Lügen weggezogen. Öl bindet sich abiotisch, das heißt, es wird immer nachgebildet aus dem Planeten heraus, ja, aber um den Preis hochzutreiben, also aus wirtschaftlichen und finanziellen jetzt Gründen wird behauptet, also Öl ist knapp und ja, ist, ja, ist entstanden aus Dinosauriern oder aus alten Pflanzen. Das sind aber alles Fehlinformationen, die ja dienen, es stimmt, uns zu, unten zu halten. Ja, aber bei uns ist es auch, wenn man uns Blut abzapft, das bildet sich nach. Aber es ist, eigentlich ist es nicht gut, das zu tun, das zu entnehmen, weil Mutter Erde das braucht, das hat ihr seine Funktion, dieses Öl. Ja, natürlich, aber Blut ist ja auch ein Organ und nicht ein Saft, was man abzapft. Ja. Wo war die? Da hinten, ja? Die Frage, also die Leptos, haben die eigentlich, was ist mit deren Planet? Haben die eher einen eigenen Planet auch, den sie bewohnen? Und wollen wir über uns Macht ausüben oder geht es mit dem Planet auch so? Also die wandern von, die zerstören Planeten und wandern von Planet und zu Planet und beuten den aus. Diese dunklen Leptos, ja. Die hatten einen eigenen Planeten, den sie aber zerstören haben. Ja. Wieso sind die so lernresistent? Also ich denke, also was allen festgestellt hat, dass da immer mehr Menschen hat, habe ich gestern ja auch gesagt, wenn die hier inkarnieren, dass die plötzlich so eine Art von Gewissen kriegen und plötzlich auch andere Gefühle bekommen und so, dass die schon auch wieder den Weg finden. Und ich glaube, es war Mara, die zu Alf mal gesagt hat, eigentlich ist es auch eine Aufgabe von uns, alle wieder dorthin zu führen. Ja? Und ich denke, dass danach, da auch nachkommen, dass, und es ist inzwischen, sind es auch auf der Erde weniger, viel weniger, als mal waren. Aber die, Alf hat auch die Aussage von Alf hatte mit einigen von denen gesprochen, die haben gesagt, ihr Menschen seid viel schlimmer. Also die Erfüllungsgehilfen, die führen das nämlich noch viel, viel schlimmer aus, als sie eigentlich, ja, wie angewiesen wurden von denen. In der Meditation oder überhaupt allgemein in der Esoterik sagt man immer, man soll sich mit den Füßen mit der Erde verbinden und so, dass man Stabilität hat und man kann auch zu Bäume gehen, Bäume umarmen und ja, sich verwurzeln. Hat das jetzt was damit zu tun, dass man sich auch in die innere Erde hinein verwurzeln kann? Nö, es ist einfach eine Verbindung zur Erde. Also ich gehe auch barfuß durch meinen Garten, aber nicht, weil ich mich nach innen verwurzel, sondern weil ich dadurch auch meine Informationen an den Boden abgebe und Kontakt aufnehme mit meiner Umgebung. Also es ist möglich, in die innere Erde so Kontakt aufzunehmen? Das glaube ich, das glaube ich aber eher weniger. Kann sein, ich weiß es nicht. Aber wie stark unsere Umgebung auf uns reagiert, habe ich selbst erlebt, als Alf mal eine lebensbedrohende Operation hat, also durch eine Operation gerettet wurde im Grunde, hat er sehr viel Blut verloren dabei und dann wurde ihm gesagt, er soll was machen, dass er wieder Blut bekommt. Und dann habe ich angefangen, habe ihm jeden Tag Rote-Bete-Saft gemacht. Und ich hatte in meinem Garten Rote-Bete, die waren normal groß, eine ganze Reihe, aber das hätte natürlich nicht gereicht, um ihm jeden Tag eine große Menge Rote-Bete-Saft zu geben, damit er sein Blut wieder aufbaut. Und ich stellte dann plötzlich fest, dass meine Rote-Bete im Garten anfangen zu wachsen. Und die wurden immer größer und größer. Und ich hatte nachher solche Knollen im Garten. Ich habe ein Foto davon. Ich habe noch nie so große rote Beete gesehen. Die wuchsen alle plötzlich riesengroß. Das heißt, mein Garten hat darauf reagiert, dass Alf das brauchte. Und genauso funktioniert die Natur. Und deswegen Baum umarmen oder mit Pflanzen in Kontakt gehen. In unserem Garten sind jede Menge Naturgeister. Wir haben aufgehört, mit den Naturgeistern in Kontakt zu kommen. Die warten nur drauf. Die haben für uns gearbeitet. Aber die haben jetzt keinen Kontakt zur inneren Erde jetzt.
auf unsere Naturgeister? Unsere Naturgeister haben den Kontakt zu uns, die bei uns in der Umgebung sind. Die in der Erde haben den Kontakt zu den Menschen dort. Also es ist ja alles mit allem verbunden, wenn man es genau nimmt, klar. Aber eigentlich geht es darum, dass wir uns mit unserer Umgebung wieder verbinden. Das auch wieder lernen, auch wieder wahrzunehmen. Du guckst so, das meinst du ein Seminar? Nein. Ich habe eine Frage. Oh, okay. Aber ich gehe da ganz kurz drauf aus. Die Susanne bietet nämlich bei den Glückswochen nächstes Jahr ein Seminar an zum Thema Telekommunikation. Und da geht es darum, Kontakt mit Pflanzen und Tieren aufzunehmen und auch mentalen Kontakt zu Menschen. Und ich weiß, dass der das macht, richtig gut ist da drin. Ja. Kannst du was zu den Anunnaki auch noch sagen? Zu den Anunnaki? Ja, das sind die dunklen Außerirdischen. Haben wir mit Nibiru was zu tun? Nibiru ist eine Geschichte für sich, aber ja, die haben schon auch was damit zu tun. Nibiru existiert, das ist ein Planet, der eine riesen Umlaufbahn hat und nur alle zigtausend Jahre mal hier vorbeikommt. Aber ich habe es nicht mehr genau im Kopf, aber ich weiß, dass Alf dazu sogar richtig was geschrieben hat. Es ist irgendwo in den Tagebüchern und es wird irgendwann veröffentlicht. Ich habe es nicht mehr genau im Kopf, wie das war. Aber die haben dazu geführt, zum Beispiel, dass wir den Mond verloren haben. Ja, wenn du weißt, was ich dir geschickt habe. Ich habe ihr den Text nämlich mal geschickt zu den Anunnaki, deswegen sagt sie das nicht. Aber ich habe ihn nicht im Kopf. Ja? Man hört jetzt immer oder liest im Internet, dass unser Sonnensystem in einer Art Quarantäne gehalten wird, dass keine dunklen Mächte rein oder raus können, weil es zu so einem Ausgleich der bösen Taten kommen soll, dass sich die rechtfertigen müssten vor wem auch immer. Ja? Ist da was Wahres da? Das weiß ich nicht. Also ich weiß, dass hier um uns herum ganz viel die unterschiedlichsten Außerirdischen sich eigentlich tummeln. Aber von Quarantäne, ich habe davon noch nichts gehört, in der Erde war davon nicht die Rede. Ja. Aber klar ist, wir müssen unseren Dreck selber wegmachen. Also all die, die sagen, wir kommen und helfen euch, machen, entheben euch hier der Erde und so weiter. Nee, wir müssen unseren Dreck selber wegmachen. Das ist ganz, wir haben auch auf der Erde verschiedene natürliche Portale, Zeitphänomene und so weiter. Untersberg ist ein gutes Beispiel dafür, oder auch in Australien der Ayers Rock. Und es muss auch noch andere zwei oder drei solche Berge geben. Ja, kann sein. Ja, das sind natürliche Tore und da gibt es auch Zeitphänomene und all diese Dinge. Ja? Polsprung? Also damals hat Alf nicht danach gefragt. Ich habe meine persönliche Meinung, aber das muss nicht stimmen. Also ich weiß es nicht. Genau. Ja? Ich habe noch eine Frage zu den Reptos. Ist die Queen Elisabeth ein berühmtes Wesen? Ich vermute, dass David Icke in vielen Dingen recht hat, ja. Die innerirdischen, also die Reptos in der Erde haben zum Alf mal gesagt, er hat ganz viel Recht von dem, was er schreibt. Sie finden es nur schade, dass er alle Reptos über einen Kamm schert. Da leiden die sehr drunter. Ja, ob die Repto ist, ja. Ich nur eine Frage. Können Sie zum Beispiel spüren, wenn jemand Reptor ist oder andersartig oder ein anderes Wesen? Also ich bin nicht geübt drin, aber manchmal spüre ich was. Ja. Spüren Sie das? Ja, manchmal. Aber ich bin nicht geübt. Alpha da viel, viel hellfühliger. Der konnte das ganz schnell spüren. Aber der hat einmal mich beobachtet. Da waren wir auf einer Veranstaltung und haben dort gesessen. Da hat sich ein Mann bei uns an den Tisch gesetzt und dann hat Alf mir anschließend erzählt, dass er das gespürt hat, dass das einer war.
und dass er gemerkt hat, wie ich mich plötzlich ganz aufrecht setzte. So zu zeigen, du hast hier nichts zu suchen, aber das ist instinktiv abgelaufen, ich weiß davon nichts. Mir ist das nicht aufgefallen. Ja. Also ich reagiere da vielleicht drauf, instinktiv, aber bewusst kriege ich das nicht mit. Und hat er irgendwelche Merkmale gesagt, Alf? Welche Merkmale direkt? Nein, der hat nichts mit Merkmalen, der hat einfach energetisch gespürt. Ja? Ich habe eine Frage, könnten Sie ein bisschen mehr darüber sprechen, wie denken wir über unsere Religionen, über verschiedene Religionen, über Gott oder Ursprung oder alles, was... Ja, also die Innerirdischen halten von Religionsinstituten gar nichts, weil man gibt seinen eigenen Draht zu Gott, den man hat, den jeder Mensch von Natur aus hat, ab an eine Priesterschaft und gibt denen die Autorisation, für mich mit Gott zu sprechen. Also das ist, sagen die, eigentlich ganz schlimm, was wir machen. Die Innerirdischen bezeichnen, habe ich gestern auch schon gesagt, den Schöpfer der Materie als Mater. Materie. Und Mater beinhaltet auch Muttervater. Ja, das ist beide Energien drin, männlich und weiblich. Und die Innerirdischen haben ihren ständigen Kontakt zu Gott oder ins göttliche Geistfeld. Die brauchen keine Priesterschaften, also die brauchen keine Religionen. Ja, sind so, ja? Wie stehen die Innerirdischen zum Kampf? Zum was? Zum Kampf. Das steht auch im zweiten Buch, ziemlich zum Ende hin, macht darüber, dass die ja einerseits in ihrer Mitte bleiben, ja, andererseits aber auch sagen, wir sollten gegen die Dunklen kämpfen. Ja, Sie meinen damit nicht, das ist ein großer Unterschied, Sie meinen damit nicht materiell kämpfen, sondern das geht um das Mentale, um das Geistige. Ja, also auch dieses Wort Kampf ist bei uns auch falsch besetzt. Das ist, wird bezeichnet immer, da denkt man gleich an Schwert und an Krieg und an solche Dinge. Kampf hat, auch ein innerlicher Kampf findet manchmal statt. Also zwischen meinem Ego und meiner Seele findet öfter mal ein Kampf statt. Ja? Und der ist gut, dieser Kampf, weil meistens siegt die Seele, eigentlich immer. Bei mir inzwischen. Ja. Also was ich für mich seit relativ kurzer Zeit mache, wenn etwas ist, wo ich mich aufregen könnte, und da gibt es ja doch auch eine Menge im Moment in der Welt, dann das wirklich das Nehmen und das innerlich ummodulieren zu was Schönem, was Freundlichem. Dann ist auch eine Möglichkeit, das ist aber auch Gefühl dazu. Selbst das würden die Innerirdischen als Kampf bezeichnen. Ja, man hat also mit irgendwas in sich gekämpft und hat das verändert. Also für sie ist Kampf nicht negativ belegt, dieses Wort. Gibt es eine altslawische Kampfwort, die heißt der Loki oder Luki, oder? Da gibt es eine, haben wir im Garten Veden in der vorletzten Ausgabe, da haben wir über Bewegung des Körpers geschrieben und da ist ein Artikel drin, es gibt in Russland, die haben die jetzt wieder entdeckt, eine ganz alte Sportart, wo die nur energetisch kämpfen, also sie berühren sich nicht und gar nichts und trotzdem, das ist ein Fließen des Körpers und so und auch das ist Kampf. Heißt aber, was jetzt Liebe, glaube ich, oder? Ja, wie es heißt, ich habe es nicht im Kopf. Ja. Ist, glaube ich, in der September-Ausgabe. Es gab ein Lebensgespräch. Ja. Da hinten? Ich habe noch eine Frage, und zwar, Sie haben erwähnt, dass wir eigentlich viel stärker oder mächtiger oder kraftvoller sind, als wir uns präsentieren. Wir haben sehr viel Macht im Grunde. Gibt es da Vorschläge oder einen Guide, eine Führung, wie wir unsere Kräfte besser konzentrieren können, ausrichten können? Oder gibt es da irgendwelche Führung, geistige Führung oder Vorschläge?
Ja, wir haben verschiedene Vorschläge. Also zum Beispiel mit der Ernährung so natürlich wie möglich. Die Ernährung spielt eine ganz große Rolle. Ja? Das andere ist auch zurück zur Natur. Die Natur gibt uns unheimlich viel Kraft. Die unterstützt uns. Sie tut alles für uns. Das andere sind unsere Gedanken. Unsere Gedanken zu verändern. Also auch Gedankenhygiene habe ich gestern benutzt, das Wort. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dadurch kommen wir immer mehr in unsere ursprüngliche Kraft. Also durch all diese Dinge. Das heißt, Adame hat vorhin erwähnt, dass das Salz möglicherweise negativ besetzt wurde oder energetisch negativ besetzt wurde. Das heißt, wir hätten eigentlich die Kraft und Fähigkeit, mit unseren Gedanken dieses Salz wieder zu reinigen und Wasser zu reinigen. Ja. Da gibt es ja genug Untersuchungen, die dieser Japaner da gefunden, Moto, ja, gefunden hat. Also das ist eigentlich eine ganz einfache Sache. Das wollte ich eigentlich tun. Ja, auf jeden Fall. Also Alf hat zum Beispiel immer sein Essen, hat sein Essen gesegnet. Ja. Das war von ihm eine Angewohnheit, das hat er automatisch gemacht. Man kann auch das Wasser für die, so zwischen beide Hände nehmen und dann da seine Gedanken reinschicken, bevor man es trinkt. Das geht alles. Also wir können das alles ändern. Wir sind nicht machtlos. Nee, er hatte zuerst. Zu demselben Thema. Ein kleiner Nachtrag zum Thema Kampf noch. Ja? Ja? Da kommt uns auch in Gedanken immer der Stierkampf. Ja? Ja. Und da habe ich vor kurzem eine neue Form von Stierkampf gesehen, die komplett positiv ist. Und zwar, da wird kein Stier verletzt, sondern da läuft das Stier auf den Torero los und der springt auf ihn hinauf, macht einen Salto und hüpft hinten wieder herunter und niemand ist verletzt. Das ist ein Spiel mit dem Tier. Ja, ja. Ja. Das ist auch ein Spiel. Das sind alle verstanden. Das zum Thema Kampf hat er noch gesagt, er hat vor kurzem was gesehen, ein sogenannter Stierkampf, wo eigentlich der Torero, wo niemand verletzt wurde und der Torero mit dem Tier mehr gespielt hat, indem er zum Beispiel auf das Tier zurannte und dann, oder das Tier rannte auf ihn zu und er hat ein Salto gemacht, ist auf Tier gesprungen und dann hinten wieder runter und so. Also das sind, ich denke, da wird das eher als Spiel bezeichnen vielleicht. Aber da muss er auch einen innerlichen Kampf haben. Ja. Er könnte ja verletzt werden, aber er überwindet das. Das ja. Ist eine vorherige Überwindung. Ja. Ja. Dann war da noch eine Frage? Ja, zu den Kämpfen, was das betrifft, was wir da gesagt haben. Also es gibt ja diesen Spruch, ich weiß nicht, wer ihn gesagt hat, aber die Mächtigen hören auf, mächtig zu sein, weil die Kriecher aufhören zu kriechen. Dieser Spruch hat mich irrsinnig fasziniert, als ich ihn gehört habe. Aber ich glaube, dass wir, ja, die Kriecher sind, aufhören müssen zu kriechen, aber wir müssten uns irgendwie zusammentun, dann sind wir mächtig. Weil die Mächtigen sind ja nur deshalb so mächtig, weil sie sich zusammengetan haben, wie die Euro, wie dieses ganze Euro-Dings und diese Weltmächte. Die tun sich einfach zusammen und deshalb sind sie so mächtig. Und wir haben irgendwie nicht die Gabe, uns zusammenzutun. Hat er, haben das alle verstanden? Nee. Also es geht darum, dass sie meint, dass wir deswegen so oft so machtlos wirken, weil wir uns nicht zusammentun, während die Mächtigen sich zusammentun. Und ja, das ist sicherlich eine gute Sache. Also so, ich habe bei mir in der Gegend zum Beispiel einen Stammtisch ins Leben gerufen, wo wir uns einmal im Monat treffen und dann über alle möglichen Dinge, die uns wichtig sind, sprechen und uns auch gegenseitig unterstützen. Und der wird immer größer. Ja? Ja? Wenn wir Kampf als Auseinandersetzung sehen, dann ist ja das eine Auseinandersetzung mit sich selbst, mit der Situation und mit einem möglichen Gegner, solange wir ihn noch als Gegner betrachten wollen. Aber Auseinandersetzung beinhaltet eben das ganze Spektrum. Das ist auch mit der Selbstreflexion verbunden. Ja. Mit was? Mit Selbstreflexion verbunden. Ja. Weil wenn ich mich mit etwas auseinandersetze, muss ich mich damit beschäftigen. Und ich glaube, unsere Schwäche liegt vielmehr darin, dass wir uns mit den falschen Dingen beschäftigen, als wir mit den richtigen.
Gandhi, hat das jeder gehört? Ja. Ja, gut. Ja. Ja, das stimmt. Ich wollte fragen, nachdem Alpha jetzt nicht mehr körperlich anwesend ist, die aber trotzdem mit ihm kommunizieren können, kann er da auf die Akasha-Chronik zurückgreifen und ihm jede beliebige Frage beantworten? Das mache ich selber. Sagen wir mal so, bei mir, ich habe ja gestern erzählt, dass das die Innerirdischen sagen, dass ich den Kontakt hätte und die dann mit mir solche Spielchen da gemacht haben und ich habe dann bin dann sehr mutig immer geworden und habe dann festgestellt, dass ich an so Wissen rankomme. Und dann wurde mir, wenn ich dann irgendwas gefragt habe, wurde mir ganz oft gesagt, das weißt du selber. Ja, also wir sollen, auch da geben wir unsere eigene Macht ab, wenn wir uns auf andere verlassen. Wir müssen wieder lernen, selber an unsere Informationen zu kommen. Sicher ist das hilfreich. Am Anfang war das für mich enorm hilfreich. Ja? Aber ich habe gelernt, mich auf meine eigenen Fähigkeiten zu verlassen. Das ist ganz wichtig, das wieder zu lernen. Denn nur so kommen wir in unsere ursprüngliche Kraft. Sonst legen wir die Verantwortung von der dunklen Seite in eine andere Seite. Ja? Und das ist damit wachsen wir nicht wieder, werden wir nicht wieder zu dem, was wir einmal waren. Also ich habe anfangs ganz oft die Antwort, das kannst du selber. Ja. Also wollen uns die innerirdischen eher raten, selbst die Verantwortung zu. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist das Allerwichtigste. Wir haben ja für alles in unserem Leben die Verantwortung abgegeben. Ja? Und die uns wiederzuholen, das ist ganz, ganz wichtig. Ja, der hat dann angerufen, also Alf hatte eine Telefonnummer, ja, und die rief er an und legte dann auf. Und daraufhin wurde er angerufen und sein Handy war irgendwie gespeichert. Also wenn jemand anderem würde die Nummer nichts nützen, wenn ich die weitergäbe, weil da wird keine Reaktion drauf kommen. Also er wurde dann zurückgerufen und dann sagte er auch, ich will anfangen. Ja? Und dann sagten die ihm, ja heute ist ganz schlecht, weil die Energie nicht entsprechend oder kein Energiefenster offen ist, kein Zeitfenster offen ist. So. Und dann wurde ihm gesagt, aber morgen geht's. Also, oder sie sagten gleich, ja, dann musst du aber sofort kommen oder so, dann ist dort und dort ein Zeitfenster offen. Ja. Erstmal da. Ist der Alpha feinstofflich mit der inneren Erde verbunden? Also, dass er noch immer kommuniziert mit denen jetzt? Er kommuniziert mit denen und auch mit anderen. Mit mir auch. Ja, und, er kann das, wenn er das will, aber. Eigentlich ruht er sich aus, sagt er mir gerade. Eigentlich ruht er sich eher aus. Ja? Einiges erinnert ein bisschen so an den Film Matrix. Hat er mal zu dem Film sich geäußert? Alpha total fasziniert von dem Film, ja. Und ich glaube auch, dass derjenige, der die gemacht hat, eine Menge wusste. Ja. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ich bin jetzt gerade etwas irritiert gewesen, aber ich glaube, ich kann mir vorstellen, wer das war, der dahinter stand, der den Film gemacht hat. Aber Alpha von dem total fasziniert, ja. Weitere Fragen? Ja? Ich hätte noch eine Frage. Können Sie bitte um das Zeitfenster, wie funktioniert das genau? Haben die andere Zeiten als wir, aber die haben nicht andere Zeiten als wir. Die benutzen eigentlich die gleichen Zeiten wie wir. Die haben auch Zeitzonen und so weiter, wie wir sie hier oben auch haben. Zeitfenster hat mit der Zeitqualität zu tun. Also, das ist ein ganz wichtiges Thema. Wir sind ja in der vierten Dimension und wir müssen lernen,
die Zeit wirklich zu erfassen, in ihrer ganzen, also in ihrer ganzen Weite. Weil Zeit, wir rechnen, denken, die Zeit ist nur linear. Aber das ist sie nicht. Zeit hat eine Qualität, unterschiedliche Qualitäten, und Zeit können wir auch dehnen und können wir stauben. Das können wir lernen. Manchmal machen wir es unbewusst, aber die Innerirdischen können damit richtig gut handeln. Also die können die spielen auch mit der Zeit. Also sie können Zeit sich um 2 Sekunden weiterversetzen an eine andere Stelle, oder das heißt, sie sind an der Stelle, aber die ist plötzlich ein paar Sekunden vorher, und lauter solche Dinge. Und das lernen wir alles. Die vierte Dimension ist eigentlich die Dimension der Raumzeit, und wenn wir die wirklich überblicken, dann sind wir in der fünften. Und was ist die fünfte dann? Die fünfte ist die Dimension, wo sich unsere Gedanken noch viel schneller materialisieren. Es ist also, und deswegen kommen wir auch nur da rein, wenn wir wirklich rein Geistes sind. Ja, weil alles, was wir dann tun, materialisiert sich ganz schnell. Ja? Also wenn es solche Zeitfenster gibt, wo die Erdbahn offen sind oder so, kann es einem dann eigentlich passieren, dass man einfach spazieren geht und plötzlich einfährt in die Erde? Ja, also für Alf war halt diese Blase notwendig. Ob das auch anders funktioniert, weiß ich nicht. Aber es könnte möglich sein, weil ich habe ja gestern die Geschichte erzählt mit den Raptors da in Indien, und er sagte, die standen plötzlich alle neben mir. Also die müssen irgendwie da hochgekommen sein. Die Nagas. Ja. Wie war das das erste Mal, die hinkommen ist, reingefahren ist, in die Blase gekommen ist? Ne, beim ersten Mal ist er nicht über die Blase eingefahren, da ist er auf einem technischen Weg eingefahren. Also auch nicht direkt nach Innererde, sondern einfach erstmal in so ein Höhlensystem, dort wo die zum Beispiel ihre Raumschiffe bauen. Da ist er mit einem Fahrstuhl, der im Allgäu war, da war ein Häuschen drüber, hätte man von außen nie eine Hütte drüber, nie vermutet. Und er sagt, er ist dann mit dem Fahrstuhl ein Stück rein in die Erde, und von da an kam er dann an diese Röhrenbahn, die Innerirdischen haben. Und mit denen gelangst du dann in der Erde auch, oder mit den Röhrenbahnen? Ja, gelangt man auch nach Innererde. Komplett dann rein. Ja. Und die Röhrenbahnen ist das, was du gesagt hast, das einzige technische Mittel, was sie bauen oder gebaut haben, sonst vermeiden sie. Ja, aber die Röhrenbahnen existierten schon, bevor die sich überhaupt abgeschottet haben, also sie sind uralt. Ach so. Die existieren also schon, haben sie gar nicht, als wir noch verkehrt haben mit Innererde. So alt sind die. Aha. Ja. Die funktionieren auch. Ja. Das ist eine Technik, die nicht verschleißt. Es ist so wie, keine Ahnung, eine U-Bahn in London heute, irgendwie so Röhren, wo es dann so durchzogen wird. Ja, das ist schon etwas anders. Ich sagte ja gestern, da wird ja nicht so, nur die Bahn beschleunigt, sondern jede einzelne Zelle des Körpers von den Leuten, die dort drin sind. Die haben ja gar nicht das Gefühl, dass sie fahren. Ja? Reisen die Leute in Innererde eigentlich auch zu den einzelnen Dörfern, wenn sie wollen? Also können die einfach andere Dörfer in Innererde besuchen? Wenn die Lust haben, können die alles. Und es gibt nicht keine Hotels oder Pensionen, aber die meisten nehmen gerne mal jemanden auf, weiß ich, für eine Nacht oder so. Das ist überhaupt kein Problem, ja? Wenn die ihre Ausflüge mit ihren Raumschiffen machen, ist das für sie auch riskant und gefährlich? Weil da draußen gibt es ja wahrscheinlich auch andere Kräfte noch, um die unterwegs sind. Inwiefern riskant und gefährlich? Wegen der Dunklen, die da rumschwören oder so? Genau, dass sie womöglich auch. Ich glaube, dass die Dunklen haben Angst vor denen. Deswegen sagte ich ja, wir sind eigentlich viel mächtiger als die Dunklen. Die haben uns nur deshalb im Griff, weil sie Erdenmenschen haben, die für sie hier das alles durchsetzen. Aber was wollen die Dunklen eigentlich dann von uns? Ja, unseren Planeten ausbeuten und uns als Sklaven halten. Sie
kennen diesen Film Der grüne Planet? Ja. Das hat sehr viel Ähnlichkeit. Die haben dort auch sehr einfach gelebt, sich teleportiert und mit Gedanken. Ja. Ich bin davon überzeugt, dass der von einem Kontaktler gemacht wurde. Es war eine Sie. Und die war nicht so oben, gell? Ist nicht mehr erhältlich. Ist zensiert schon. Ja? Ja, wie in der Szene angeblich. War Alf immer an derselben Stelle? Weil es ist ja nicht nur ein kleines Dorf gewesen, es ist ein einziger mächtiger in der Erde. Er war also immer an derselben Teilbereich gewesen, ja, oder? Er ist zwar auch mal von da oder da gewesen, also er war schon mal, er ging zu den einzelnen Landsitzen der Leute. Mhm. Die wurde dort eingeladen. Also er war bei Stasa auf dem Landsitz oder er war bei Ulü und Mara auf dem Landsitz, ja, oder bei Mordechai auf dem Landsitz. Aber ganz andere Seite, woanders, nee, irgendwie. Nee, nicht. War er nicht. Aber man kann davon ausgehen, dass es überall ähnlich gleich, ja, ist. Ja? Ja. Also nicht so wie bei uns da Asien, Indien, ganz andere Population, sondern dass es schon alles. Ist das hinten verstanden worden? Also ich wurde gefragt, ob Alf immer an der gleichen Stelle war. Ja, im Grunde ja, er war auf den Eins, der wurde als eingeladen von verschiedenen Leuten dort und dort ist er gewesen. Also er war nicht an allen Stellen in der Erde. Aha, aber man, ja, geht davon aus, dass es überall, jetzt, wie du gesagt hast, ja, gleich ist mit diesem Teppich, mit, also mit den Herumfuhrwerken, mit Pferden, das ist schon, ja, alles, ja, eine, das ist überall gleich. Mhm. Ja. Ja, natürlich, da leben ja, hier leben ja Menschen wie wir. Also, allerdings ist für uns die Energie schwer auszuhalten, weil wir noch, ja, wir sind halt noch nicht in unserem Gleichgewicht, dass wir die fünf, die leben ja in der fünften Dimension, dass wir mit dieser Energie klarkommen. Da verändert sich ja auch die materielle, also das energetische Stark. Für Alphas, nicht ganz einfach, das auszuhalten, diesen ständigen Wechsel. Und wie hat sich das ausgewirkt? Bitte? Wie hat er das gemerkt, oder körperlich, oder wie hat er das gespürt? Ja, zum Beispiel, wenn der hochkam, ging es ihm ziemlich schlecht immer erstmal. Ja. Ja? Kann man einfahren über Nordpol und Südpol? Ja, kann man. Man kann über Nordpol und Südpol einfahren. Also, sagen wir so, wenn die Innerirdischen das zulassen. Denn die spüren, ja, die spüren, also wir hatten mal damals in, am Tegernsee eine kleine Gesprächsgruppe, wir haben uns da auch regelmäßig getroffen, die ist eingeschlafen inzwischen. Und da war einer bei, der gesagt hat, ich bereite mich jetzt vor und gehe über den Südpol ein. Und ja, wir haben erst gelächelt, aber der hat das mit so einer Vehemenz gebracht. Und hat gesagt, ich schaffe das. Und dann hat Alfin in der Erde gefragt, ob er durchkäme. Und dann haben die gesagt, ja, wenn der so viel Mut und so viel Energie aufbringt, der ist bei uns herzlich willkommen. Was? Ich habe die Bücher von Herrn Dänig nicht gelesen, aber ich gehe davon aus, dass er in vielen Dingen recht hat. Sag es mir einfach so. Weil das, was ich bisher gehört habe, da ist vieles drin, was stimmt. Ja? Weiß man, was war die Aufgabe von diesen Außerirdischen, die da diese Pyramiden gebaut haben? Was war das, der Sinn von dem, dass die da herkommen sind? Ja, da komme ich auf das zurück, wo ich gestern von den dunklen und den lichten Kollektiven gesprochen habe. Das war ein lichtes Kollektiv, die gemerkt haben, sie sind spirituell am Ende, sie kommen nicht weiter. Weil sie ja die haben ja den Kontakt nicht mehr zu Gott. Also die haben dann nicht, okay. Und sie hatten das Gefühl, dass wenn sie hier sich mal auf die Erde kommen, hier in diese, unsere Atmosphäre ist dichter als bei denen, erheblich dichter, mhm, dass sie vielleicht dann wieder zurückfinden zu Gott. Aha, okay. Und sie kamen dann hierher, haben sich aufgespielt wie die Götter und haben uns, die Erdenmenschen, für primitiv gehalten, weil wir ja keine Technik hatten. Genau. Ja? Und eigentlich hätten sie auf uns hören können, dann hätten sie ganz schnell zu Gott wieder gefunden, aber das haben sie nicht getan. Und sie haben uns aus der Mitte gebracht, weil wir von dem Ganzen fasziniert waren. Viele Menschen haben gesagt, boah, was die da machen und so, mit ihren Priesterschaften, die ganzen Rituale und so. Das hat die Menschen auf der Erde unheimlich fasziniert und hat sie eigentlich dazu gebracht, immer mehr aus ihrer Mitte zu kommen.
Und das hat dann später die Dunklen angezogen. Ja, das ist so ein, ja. So eine Kettenreaktion quasi gesehen. Ja? Ich habe noch eine Frage. Und zwar, wie bewegen sich die Innerirdischen von einem Ort zum anderen? Innerirdisch. Also mit Teleportation oder... Ja, alles. Also sie können teleportieren, aber sie machen es nicht ständig. Manchmal auch einfach nur auf dem Pferd, weil ihnen das Reiten Spaß macht. Oder wie gesagt, hin und wieder nutzen sie die Röhrenbahn. Unterschiedlichsten Wege. Sie könnten auch teleportieren, ja. Ja? Und das beim Reiten ist es dann so, dass diese Tiere sich das auch aussuchen, jemanden zu tragen? Ja, auf jeden Fall. Die gehen in Kommunikation mit dem Tier. Die machen, die machen nichts über das Tier hinweg, was das Tier nicht will. Ja? Wie lange war der Alf im Durchschnitt weg, wenn er weg war? Von angefangen von 2-3 Stunden bis hin zu 3 Tagen. Ja. Ja? In Bosnien, in Vidovice, gibt es diesen Kugelwald, wo diese großen Steinkugeln jetzt an die Erdoberfläche kommen. Wissen Sie über da? Kann ich jetzt im Augenblick nichts zu sagen. Was der Sinn dahinter ist. Habe ich mich noch nicht mit beschäftigt und Alf damals auch nicht. Sind noch Fragen? Sonst höre ich dann jetzt auf.